Ja, sehr verehrte Damen und Herren, ich bitte Sie, schon mal Platz zu nehmen, weil wir wollten jetzt eigentlich anfangen. Ja, also sehr verehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen im Umweltausschuss, ich begrüße Sie zu unserer heutigen 55. Sitzung der Anhörung zum Gesetzentwurf der Bundesregierung, Entwurf eines zweiten Gesetzes zur Änderung des Bundesnaturschutzgesetzes. Es wird vielleicht die eine oder den anderen wundern, warum ich heute die Sitzungsleitung übernehme. Wie Sie möglicherweise wissen, sind sowohl die Vorsitzende unseres Ausschusses, Kollegin Silvia Kotting-Uhl, als auch der stellvertretende Vorsitzende, Kollege Michael Tews, zurzeit in Madrid und nehmen an der UN-Klimakonferenz teil. In einem solchen Falle, nämlich bei Verhinderung, übernimmt gemäß § 8 Absatz 2 Satz 2 der Geschäftsordnung des Deutschen Bundestages die oder der Dienstälteste die Sitzungsleitung. Ich war offen gestanden zunächst erstaunt, dass ich mit zwei Wahlperioden bereits der Dienstälteste in diesem Ausschuss sein soll. Einige Kolleginnen und Kollegen, die bereits mehr als zwei Wahlperioden dem Bundestag angehören, haben jedoch auf das Amt verzichtet. Etwa weil sie Obfrau bzw. Obmann in unserem Ausschuss sind oder Berichterstatter in unserer heutigen Anhörung. Deshalb lief die heutige Sitzungsleitung auf mich zu. Ich bin vor einem Monat 65 Jahre alt geworden und frage zur Sicherheit auch noch mal in die Runde, ob jemand mit zwei Wahlperioden eventuell lebensälter als ich bin. Ist niemand da? Also dann, das ist nicht der Fall. Gut, dann freue ich mich, heute die Sitzungsleitung im Ausschuss für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit zu übernehmen. Ich begrüße also Sie zu unserer heutigen öffentlichen Anhörung zum Entwurf eines zweiten Gesetzes zur Änderung des Bundesnaturschutzgesetzes ganz herzlich. Auch Kolleginnen und Kollegen aus den mitberatenden Ausschüssen Bau und Landwirtschaft, die Abteilungsleiterin Dr. Christiane Paulus aus dem BMU, alle anderen aus dem Ministerium sind auch zurzeit bei der Coop in Madrid. Für die Bundesvereinigung der Kommunalen Spitzenverbände Dr. Kai Ruge vom Deutschen Landkreistag sowie die von den Fraktionen benannten Sachverständigen Dr. Stefan Völl, Vereinigung Deutscher Landesschafzuchtverbände, VDL, Dr. Michael Schneider, Sachverständiger für Raubtierfragen bei der Regierung der Provinz Västerbotten in Schweden, Friedrich von Massow, Deutscher Jagdverband e.V., Professor Dr. Martin Gellermann, Rechtsanwalt, Professor Dr. Beate Jessel vom Bundesamt für Naturschutz, BFN, Werner Gerhards, Verein Sicherheit und Artenschutz e.V., Gregor Bayer, Forum Natur Brandenburg e.V., Christina Patt, Deutsche Juristische Gesellschaft für Tierschutzrecht e.V. und Peter Krämer, ebenfalls Rechtsanwalt. Herzlich willkommen. Eine Anmerkung für alle hier im Saal, insbesondere für unsere Gäste auf der Tribüne. Das Fotografieren, Filmen und auch Mitschnitte sind nicht erlaubt, sondern der akkreditierten Presse und Personen mit besonderer Erlaubnis vorbehalten. Ich bitte Sie, darauf Rücksicht zu nehmen. Entsprechend unserer Informationspflicht weise ich auf Veröffentlichungen hin. Die Sitzung wird heute ab 17 Uhr, also zeitversetzt, im Parlamentsfernsehen, im Internet auf www.bundestag.de sowie auf mobilen Endgeräten übertragen. Das Video der Veranstaltung wird später auf der Internetseite des Umweltausschusses verlinkt und kann dort jederzeit angesehen werden. Stellungnahmen, Statements, Diskussionen und PowerPoint-Präsentationen werden somit über das Internet zugänglich gemacht. Komme ich zum Punkt Wortprotokollbeschluss. Soll von der Sitzung ein Wortprotokoll angefertigt werden, frage ich in die Runde. Das ist ja eigentlich gemeinhin üblich. Ich sehe auch keinen Widerspruch. Dann ist das so beschlossen. Zum Ablauf der zweistündigen Anhörung auch noch eine kurze Anmerkung.
Zuerst werden die 10 Sachverständigen ihr Statement von jeweils 3 Minuten vortragen. Das ist so vorab zwischen den Fraktionen vereinbart worden, um eben auch Möglichkeiten zu Nachfragen zu geben, weil angesichts der Zahl der Sachverständigen, die heute da sind, wäre es ansonsten höchstens möglich, 2 Runden zu machen für alle Fraktionen. Deswegen dieser praktikable Vorschlag mit den 3 Minuten. Anschließend beginnen dann die Diskussionsrunden. In jeder Runde bekommt jede der 6 Fraktionen 5 Minuten Zeit für Fragen, einschließlich Antworten zwischen Abgeordneten und einem oder auch mehreren der Sachverständigen. Oder anders gesagt, für die Frage eines Abgeordneten an einen oder mehrere Sachverständigen und die direkte Antwort darauf sind pro Fraktion insgesamt 5 Minuten vorgesehen. Innerhalb des verbleibenden Zeitkontingents können gerne noch direkt Nachfragen gestellt werden. Somit wird uns zeitlich eine Diskussion in der Form von ca. 3 Frage-Antwort-Runden möglich sein. Bitte beachten Sie, dass die Zeitvorgaben hier strikt eingehalten werden, um möglichst viele Diskussionspunkte zulassen zu können. Wir werden da sehr genau darauf achten. Vorab übermittelte PowerPoints werden oben an der Deckenampel angezeigt. Die Zeit läuft dann trotzdem hier vorn auf unserer Stoppuhr. Gut, dann komme ich jetzt zur Worterteilung an den ersten Sachverständigen. Das ist Dr. Kai Ruge von der Bundesvereinigung der Kommunalen Spitzenverbände. Ich würde Sie trotzdem anreden mit sehr geehrter Herr Vorsitzender. Herzlichen Dank für die Einladung, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete. Wir freuen uns, ich darf heute die Bundesvereinigung der Kommunalen Spitzenverbände, also alle Städte, Kreise und Gemeinden vertreten. Wir tragen die Ihnen vorab zugegangene Stellungnahme gemeinsam mit. Die Bundesvereinigung der Kommunalen Spitzenverbände begrüßt den vorgelegten Gesetzentwurf. Er zeigt aus unserer Sicht einen praktikablen Weg auf zwischen dem europarechtlich erforderlichen Schutz des Wolfes und der gleichzeitig aus unserer Sicht nötigen Möglichkeit, den Wolf auch zu entnehmen. Die Rückkehr des Wolfes nach Deutschland ist auch nach unserer fachlichen Beurteilung naturschutzfachlich durchaus zu begrüßen. Wir nehmen aber gleichzeitig gerade im ländlichen Raum auch eine erhebliche Verunsicherung wahr. Die bricht sich unter anderem dadurch Bahn, dass wir verschiedene Kreistage haben, die parteiübergreifend Resolutionen gegen, in Anführungsstrichen, gegen den Wolf verabschiedet haben. Und diese Verunsicherung findet sowohl im psychologischen statt als auch im Bereich des Wirtschaftlichen. Wir spüren im Bereich der Weidetierhaltung eine nicht unerhebliche Beeinträchtigung. Und deshalb war der Bundesgesetzgeber und die Bundesregierung aus unserer Sicht auch aufgefordert, auf diese Situation zu reagieren. Und wir hoffen auf zeitnahe Verabschiedung des vorliegenden Gesetzentwurfs. Ein praktischer Hinweis vorab, ich bin selber Dithmarscher. Ob der Gesetzentwurf den Anforderungen der Deichschäferei gerecht wird, werden wir beurteilen müssen und werden wir nachhalten müssen. Gerade im Bereich der Deichschäferei haben wir erhebliche Probleme, weil wir nicht abzäunen können, weil wir nicht einzäunen können und weil die Schäfer im Grunde einfach aufgeben. Und wir brauchen das sowohl aus Gründen der Landschaftspflege als auch aus Gründen des Küstenschutzes, dass wir die Tradition der Deichschäferei da aufrechterhalten können. Zum Gesetzentwurf im Einzelnen. Wir tragen die Begriffsänderung, die im § 45 des Bundesnaturschutzgesetzes vorgenommen wird, den Begriffswechsel von erheblich hin zu ernst mit und halten das für rechtlich unproblematisch. Es gleicht sich eher der europarechtlichen Diktion an. Zu den Regelungen in dem neu eingefügten § 45a im Einzelnen, Fütterungsverbot in Absatz 1 und die Entnahme von Hybriden dürfte hier einhellig, wird auch aus unserer Sicht naturschutzfachlich genauso gesehen, begrüßt werden und war dringend notwendig, das zu regeln. Möglicherweise hier am umstrittensten ist die Frage der Entnahmemöglichkeit. Wir halten das für eine praktikable Lösung, selbst auf die Gefahr hin, dass ganze Rudel entnommen werden. Die hier vielfältig kritisierten offenen und unbestimmten Rechtsbegriffe halten wir aus Sicht der Praxis für durchaus lösbar. Kommunalverwaltung ist in vielfältiger Weise damit konfrontiert, unbestimmte Rechtsbegriffe auszulösen. Im Zweifel gibt es irgendwann Gerichtsentscheidungen, aber wir halten solche Begriffe wie räumlicher und örtlicher Zusammenhang aus der Verwaltungspraxis heraus für lösbar und eingrenzbar. Ergänzend zur auch heute verhandelten Bundesratsstellungnahme, die unterstützen wir. Wir halten eine Ausweitung des Wolfsmonitoring für richtig. Die sollte aus unserer Sicht ressortübergreifend, also wenn Sie konkret werden wollen, zwischen dem Landwirtschaftsministerium und dem Umweltministerium stattfinden. Und wir begrüßen auch die seitens des Bundesrates ausdrücklich formulierte Stärkung der Förderung der Weidetierhalter um 30 € pro Muttertier. Herzlichen Dank.
Dankeschön, Herr Dr. Ruge. Als nächster Sachverständiger hält Dr. Stefan Völl, Vereinigung Deutscher Landesschafzuchtverbände, VDL, das Wort. Bitte schön. Verehrter Vorsitzender, verehrte Mitglieder des Umweltausschusses, verehrte Damen und Herren, wir, die Vereinigung Deutscher Landesschafzuchtverbände, Dachverband aller Schafzucht- und Halterverbände im Bundesgebiet und damit die Berufsgruppe, die durch die Wolfsausbreitung besonders betroffen ist, dankt herzlich für die Einladung. Da ich auch die Dachverbände für Ziegen- und Wildhaltung betreue, beziehen sich meine Ausführungen auf alle diese landwirtschaftlichen Weidetiere. Der Vorschlag zur Änderung des Bundesnaturschutzgesetzes ist das Mindeste, was wir für den Erhalt der Weidetierhaltung, die ausdrücklich gesellschaftlich gewünscht ist, erwarten. Wir brauchen endlich ein schnelles und konsequentes Wolfsmanagement. Unsere Schafhalter müssen ihre Schafherden, ihre Familien schützen und die wirtschaftliche Existenz sichern. Der Herdenschutz alleine reicht nicht aus und kann nicht überall umgesetzt werden, beispielsweise an der Küste oder in den Bergregionen. Verschwinden dort die Schafe mit ihrem goldenen Tritt und Biss, sind Überschwemmungen und Erdrutsche die Folge. Auch für die Erledigung der FFH-Pflegeverpflichtung des Bundes sind Schaf- und Ziegenherden unverzichtbar. Fakt ist, dass die Wolfsbestände jährlich um 30-35% steigen. Fakt ist ebenfalls, dass die Übergriffe weiterhin jährlich steigen, trotz Herdenschutz. 2006 waren es unter 300 Übergriffe, 2018 schon weit über 600 Übergriffe mit über 2000 gerissenen Tieren, davon alleine 80% Schafe. Nicht wenige Betriebe leiden unter wiederkehrenden Übergriffen, selbst bei geschützten Herden. Ich will gar nicht ausmalen, was passiert, wenn Tiere durch den Übergriff auf die Autobahn gelangen oder einen Zug zum Entgleisen bringen. Unser gemeinsames Ziel sollte es sein, Wolfspopulationen zu etablieren, die Weidetiere meiden. Nun zur Änderung des Bundesnaturschutzgesetzes. Was hier vorgeschlagen ist, eine Minimallösung. Was alles zusätzlich erforderlich ist, entnehmen Sie bitte unseren zugesandten Forderungen zum Umgang mit dem Wolf. Wir sagen Ja zur Senkung von erheblich hin zu ernsten Schäden, weil damit die zumutbare Belastung reduziert wird. Aber bitte hier eine präzise Definition, was darunter zu verstehen ist. Wir sagen auch Ja zum Fütterungsverbot und Anlockungsverbot von Wölfen. Bitte hier aber aufnehmen, dass damit nicht das ordnungsgemäße Halten von Schafen, Ziegen und Gehegewild gemeint ist, wie beispielsweise beim Ablammen oder Füttern. Wir sagen auch Ja zur Entnahme von Hybriden und Ja zur Entnahme von Wölfen nach einmaligem Übergriff auf Nutztiere und Ausdehnung auf weitere Mitglieder des Wolfsrudels in engem räumlichen und zeitlichen Zusammenhang bis hin zum Ausbleiben der Schäden. Auch hier brauchen wir unbedingt eine präzise Definition, was unter räumlichen und zeitlicher Nähe zu verstehen ist. Ferner muss sichergestellt sein, dass ein Betrieb, bei dem ein Übergriff war, gemeinsam mit Tierhaltern der Region den Entnahmeantrag auch stellen darf, weil es zunehmend sonst zu Anfeindungen in der Region kommt. Ansonsten verweise ich auf die Unterlage. Ich bin ja früh in der Zeit. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Ja, fast auf die Sekunde pünktlich. Danke, Herr Dr. Völl. Als nächster bekommt der Sachverständige Dr. Michael Schneider, Sachverständiger für Raubtierfragen bei der Regierung der Provinz Västerbotten in Schweden, das Wort. Bitte schön. Danke sehr. Ich bedanke mich recht herzlich für die Einladung. Ich habe natürlich keine Ansicht darüber, wie in Deutschland der Wolf verwaltet wird, aber ich werde ein bisschen erzählen, wie in Schweden der Wolf verwaltet wird. Hier oben gibt es auch ein paar Slides von meiner Seite. Wir haben ja 5 verschiedene Arten von Raubtieren, die wir in Schweden verwalten. Der Wolf ist nur einer davon. Der Wolf ist die Art mit der geringsten Population, der aber trotzdem die meisten Diskussionen, die meisten Zeitungsartikel und so weiter verursacht. Die Wolfspopulation in Skandinavien kommt in Mittelschweden vor und den angrenzenden Teilen von Südostnorwegen. Die Population ist zurzeit 300 Wölfe in Schweden, ungefähr 80 in Norwegen, wenn man ein bisschen genauer anschaut. Das ist also hier das gleiche Gebiet, näher herangezoomt. Die Reviere von Paaren und Rudeln, man sieht, das ist also ein weißer Fleck auf der Landkarte, der unter anderem durch also eine überhöhte Jagd hervorgerufen worden ist, sowohl legale Jagd als auch illegale Jagd. Das ist die Populationsentwicklung seit Ende des 20. Jahrhunderts. Eine sehr rasante Entwicklung, ungefähr bis 2014, dann hat es wieder abgenommen. Das sind hier Rudel und Paare, das hier sind die Individuen. Anstieg bis zu 415 Individuen, 2014, 2015 sind wir auf 300. Und 300 ist die Untergrenze für die Population des Wolfes, sodass er noch einen günstigen Erhaltungszustand in Schweden haben soll. Also wir dürfen nicht weniger Wölfe bekommen als so. Wir jagen Wölfe in Schweden, aber es ist natürlich nicht
jeder einzelne Jagdbeschluss ist wieder eine große Herausforderung. Es ist also nicht so, dass es schlendrianmäßig gemacht wird. Viele Voraussetzungen müssen erfüllt sein. Wir haben Lizenzjagd, wir haben Schutzjagd, wir haben auch die Möglichkeit, dass Tierhalter Wölfe schießen dürfen, die sich nicht verscheuchen lassen, Polizei und auch Notwehr. Das war ein bisschen ganz kurz über die Wolfsverwaltung in Schweden. Danke sehr. Gut, alles klar. Dankeschön, Herr Dr. Schneider. Als nächster Sachverständiger begrüße ich Friedrich von Masshof, Deutscher Jagdverband. Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete. Der vorliegende Entwurf ist ein Schritt in die richtige Richtung, denn Akzeptanz ist für den Wolf das A und O. Dass allein dazu auch eine gewisse Entnahme zulässig ist, hat der EuGH in seinem Urteil vom 10. Oktober zur Wolfsjagd in Finnland gerade bestätigt. Soweit sind wir in Deutschland allerdings noch nicht. Erst einmal geht es hier um die Prävention von Schäden. Mit dem Entwurf soll der Ausnahmegrund der Verhinderung ernster Schäden nach Artikel 16 der FFH-Richtlinie wirksam umgesetzt werden, beziehungsweise es sollen die Voraussetzungen hierfür geschaffen werden. Der Entwurf ist mit Artikel 12 und Artikel 16 der FFH-Richtlinie vereinbar. Die Anforderungen, die das Europarecht an Ausnahmen vom strengen Schutz stellt, sind hoch, aber keineswegs unüberwindlich. Die Richtlinie ließe auch noch deutlich mehr zu, ohne Angst vor einem Vertragsverletzungsverfahren hervorrufen zu müssen. Näheres können Sie dazu auch meiner schriftlichen Stellungnahme entnehmen. Ich will auch noch auf den günstigen Erhaltungszustand nach den Kriterien der Richtlinie kurz eingehen. Bezugspunkt ist dabei die jeweilige Population, nicht der Bestand in einem Mitgliedstaat oder in einer biogeografischen Region. Nur in den regelmäßigen Berichten nach Artikel 17 der FFH-Richtlinie an die Kommission muss der Bestand nach diesen Ebenen aufgegliedert werden. Dieser Bericht ist aber rein informatorisch und für die Erteilung von Ausnahmen weitgehend ohne Belang. Ich empfehle dazu ebenfalls einen Blick in meine schriftliche Stellungnahme. Zur Feststellung des günstigen Erhaltungszustandes sind in Deutschland die Länder, nicht der Bund, zuständig. Für die in dieser Frage allerdings sehr wichtige Kooperation spielt der Bund natürlich eine wichtige Rolle. Ein gemeinsames Monitoring mit den Nachbarstaaten ist für die Feststellung des günstigen Erhaltungszustandes zwar wünschenswert, aber nicht zwingend erforderlich. Auch ohne ein gemeinsames Monitoring ist bekannt, dass es in Polen westlich der Weichsel 95 Wolfsrudel gibt. Die gesamte mitteleuropäische Population besteht daher aus mindestens 200 Rudeln. Sie steht im genetischen Austausch mit benachbarten Populationen. Lebensraum und Nahrung sind ausreichend vorhanden, auch wenn der Straßenverkehr in einem so dicht besiedelten Land wie Deutschland natürlich auch sein Opfer fordert. Der Erhaltungszustand des Wolfes in Deutschland ist günstig. Und wenn es jetzt noch nicht sein sollte, stehen wir in jedem Fall kurz davor. Die umfassende Ausnutzung der Ausnahmen, die die Richtlinie erlaubt, wird aufgrund der wachsenden Bestände und der steigenden Schäden immer dringlicher. Dies gilt umso mehr, je länger eine Anpassung des Schutzstatus auf der europäischen Ebene von der Kommission oder den Mitgliedstaaten blockiert wird. Die geplante Änderung des Bundesnaturschutzgesetzes ist daher ein wichtiger Anfang auf dem Weg zu einem Wolfsmanagement, das diesen Namen auch verdient. Dazu gehören in erster Linie Herdenschutz und der Ausgleich von Schäden. Aber künftig wird auch eine Kontrolle der Bestände unausweichlich werden. Auf welcher rechtlichen Grundlage auch immer. Rechtssystematisch ist die Aufnahme des Wolfes ins Jagdrecht dafür das richtige Instrument. Wichtig wäre schließlich auch eine Klarstellung zur Tötung eines Wolfes in einer Notstandssituation, auch zugunsten von Jagdhunden oder von schwer verletzten Wölfen aus Tierschutzgründen. Vielen Dank. Dankeschön, Herr Famasso. Als nächster Sachverständiger hat Professor Dr. Martin Gellermann das Wort. Bitte schön. Herr Vorsitzender, meine sehr geehrten Damen und Herren Abgeordnete. Sonderregeln zum Umgang mit dem Wolf mögen sinnvoll sein, müssen den Anforderungen des europäischen Artenschutzrechts aber vollauf genügen. Der Ihnen vorliegende Entwurf der Bundesregierung bietet dafür keine ausreichende Gewähr. Die geplante Änderung des § 45 Absatz 7 Satz 1 Nummer 1 des Bundesnaturschutzgesetzes betrifft, auch wenn man eigentlich anderes annehmen sollte, keineswegs allein den Wolf, sondern sämtliche besonders geschützten Tierarten. Eine sich darauf stützende Ausnahme dürfte daher auch erteilt werden, wenn europäische Vogelarten einen sonstigen ernsten Schaden verursachen. Das ist mit Artikel 9 der Vogelschutzrichtlinie nicht vereinbar, weil diese Bestimmung einen abschließenden Katalog von Ausnahmegründen enthält,
den die Mitgliedstaaten nach den Erkenntnissen des Gerichtshofs der Europäischen Union nicht erweitern dürfen. Da sonstige ernste Schäden in diesem Katalog nicht genannt sind, liegt die Verfehlung der unionsrechtlichen Vorgaben auf der Hand. Nach § 45a Absatz 2 soll bei Nutztierrissen der Abschuss beliebiger Wölfe eines Rudels gestattet sein, der bis zum Ausbleiben von Schäden fortgesetzt werden darf. Die Vorschrift enthält keinen Hinweis auf die unionsrechtlich gebotene Prüfung zumutbarer Alternativen und erweckt zu allem Überfluss auch noch den Eindruck, als wäre die Entnahme eines ganzen Wolfsrudels artenschutzrechtlich völlig unbedenklich. Ein derartiges Signal des Gesetzgebers würde die Gefahr in sich bergen, dass eine Verschlechterung des Erhaltungszustandes der Wolfspopulation in der Praxis nicht oder wenn überhaupt dann noch oberflächlich geprüft wird. Es gilt umso mehr, als die Landesbehörden ohnehin nicht über die Erkenntnisse verfügen, um Verschlechterungen der Erhaltungssituation des Wolfes innerhalb der maßgeblichen biogeografischen Region beurteilen zu können. Mit Artikel 16 der FFH-Richtlinie ist das nicht vereinbar, weil eine Behörde, die den Abschuss von Wölfen gestattet, den Nachweis führen muss, dass die hierfür erforderlichen Voraussetzungen tatsächlich erfüllt sind. Der Europäische Gerichtshof hat das gerade noch mal festgestellt. Durch die beabsichtigte Gesetzesänderung werden daher unionsrechtswidrige behördliche Entscheidungen vorprogrammiert. Schließlich hält der zur Entnahme von Hybriden verpflichtende 45a Absatz 3 einer Überprüfung am Maßstab des Unionsrechts nicht stand. Diese Vorschrift befreit eben nicht nur vom Fang- und Tötungsverbot, sondern entbindet zugleich von der Beachtung des Verbots der Zerstörung geschützter Lebensstätten des Wolfes. Abgesehen davon, dass die Entwurfsbegründung den Sinn dieser Regelung nicht erkennen lässt, ist nicht ersichtlich, warum solche Handlungen im Zuge der Entnahme von Hybriden überhaupt erforderlich sein sollten. Im Ergebnis bleibt festzuhalten, Sonderregeln zum Umgang mit dem Wolf sind prinzipiell machbar. Indessen sollte man den Vorstellungen der Bundesregierung besser nicht folgen. Andernfalls steht ernstlich zu besorgen, dass sich die Bundesrepublik Deutschland schon wieder einem Vertragsverletzungsverfahren wegen Verfehlung der Vorgaben des europäischen Naturschutzrechts ausgesetzt sieht. Dankeschön. Dankeschön, Herr Professor Dr. Gellermann. Als nächste Sachverständige begrüße ich noch mal ganz herzlich Professor Dr. Beate Jessel vom Bundesamt für Naturschutz. Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete. Der heute hier in Rede stehende Gesetzentwurf kommt dem Bedarf der Länder nach Erhöhung der Rechtssicherheit bei der Erteilung artenschutzrechtlicher Ausnahmen nach. Er reagiert zum einen auf den praktischen Bedarf nach spezifischen Regelungen zum Umgang mit dem Wolf durch ein Fütterungsverbot, durch die Entnahme von Wolf-Hund-Hybriden und die Einbeziehung der Jagdausübungsberechtigten. Außerdem wurde der Ausnahmetatbestand des § 45 Absatz 7 neu formuliert. Diese Änderung betrifft allerdings nicht nur den Wolf, sondern alle streng und besonders geschützten Arten. Die Möglichkeit, Wölfe in bestimmten Fällen zu entnehmen, besteht ja zwar bereits heute. Um rechtssicher größere Spielräume bei der Gefahrenabwehr zu schaffen, soll nun aber das Ausnahmeregime der europäischen Naturschutzrichtlinien im Kontext, wie es jetzt heißt, ernster und nicht mehr nur erheblicher Schäden 1:1 umgesetzt werden. Angesichts des hohen Problemdrucks in der Praxis, den man, glaube ich, einfach nicht negieren kann, und nicht unerheblicher Akzeptanzprobleme ist das nachvollziehbar und unseres Erachtens rechtlich nicht zu beanstanden. Denn insbesondere die uneinheitliche Rechtsprechung deutscher Gerichte erschwert bisher die Erteilung von Ausnahmegenehmigungen, etwa wenn die Gerichte den Abschuss von einem schweren und existenzbedrohenden Eigentumseingriff abhängig machen. Die vorgeschlagene Neufassung des Ausnahmegrundes in 45 Absatz 7 schützt nun auch Tiere all derjenigen, die nicht beruflich tätig sind, sondern in ihrer Freizeit Weidetiere halten und damit auch zum Erhalt der Kulturlandschaft beitragen. Das fördert die Gleichbehandlung wie auch die Akzeptanz. Von der Änderung betroffen sind aber, um es nochmal zu sagen, nicht nur der Wolf, sondern alle besonders und streng geschützten Arten, die Schäden am Eigentum verursachen können. Es muss daher betont werden, dass als Voraussetzung für die Erteilung einer solchen Ausnahme weiterhin eine Einzelfallbetrachtung zu erfolgen hat. Das ist übrigens ja, wie wir gesehen haben, auch in Schweden weiterhin der Fall. Eine Einzelfallbetrachtung, die darlegt, dass zumutbare Alternativen nicht gegeben sind und dass sich der Erhaltungszustand der Populationen der Art nicht verschlechtert. Der EuGH hat hervorgehoben, dass diese Anforderungen in jedem Fall zu beachten und dabei restriktiv unter Beachtung des Vorsorgegrundsatzes auszulegen sind.
Insgesamt wurde dem Bundestag ein Gesetzesentwurf vorgelegt, der unserer Auffassung nach unionsrechtskonform ist und der private Interessen Weidetierhaltender sowie öffentliche Belange der Kulturlandschaftspflege mit denen des Artenschutzes in angemessenen Ausgleich bringt. Allerdings, er darf von zwei Dingen nicht ablenken. Erstens, dass für das Wolfsmanagement vorrangig ein funktionierender Herdenschutz essentiell ist. Die dazu gegebenen Möglichkeiten sind vor der Erteilung einer Ausnahme auszuschöpfen. Und zweitens und vor allem, dass Bund und Länder die Weidetierhaltenden angemessen und auskömmlich finanziell unterstützen müssen, um eben nicht nur die Koexistenz von Weidetieren und Wolf, sondern um darüber hinaus auch den Erhalt unserer Kulturlandschaft langfristig zu sichern. Vielen Dank. Dankeschön, Frau Dr. Jessel. Genau, ich wollte Sie gerade daran erinnern, das Mikro dann auszumachen. Das gilt für die anderen im Übrigen auch. Das wird leicht vergessen, stört hier aber die Anlage. Deswegen die Bitte noch mal von meiner Seite aus. Als nächster hat Herr Werner Gerhards das Wort vom Verein Sicherheit und Artenschutz e.V. Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Bundestagsabgeordnete, diesem vorliegenden Gesetzesentwurf kann ich sachlich leider noch nicht komplett zustimmen. Da er in den Details mit noch wichtigen Korrekturen und Ergänzungen zu vervollständigen ist, zu welchen ich als Sachverständiger für Großraubwild wie folgt Stellung beziehe. In den vorliegenden Änderungsgesetz muss es in der praktischen Anwendung unbedingt die Definition für ernsthafte Schäden ausformuliert werden, um eine erforderliche Rechtsklarheit auf beiden Seiten zu erhalten. Ernsthafte Schäden sind auch die Erfassung der wirtschaftlichen Schäden, der verhaltensbiologischen Konditionierung, siehe Anlage 3, und die Folgen der Tierseuchen, welche eine Kausalität zum Wolf haben, zum Beispiel Tollwut, ASB oder Parasiten wie Echinococcus granulosus. Zudem sollte nach 20 Jahren verfehlter Wolfspolitik die praktische Identifizierung von wildlebenden Wolfshundhybriden dringend überdacht werden. Zum Beispiel sollte diese Assoziationsanalyse von Vorgehen endlich auch anerkannt werden. In der Kraniologie benutzt Deutschland respektive Senckenberg nur 6 bis 9 schwache Trennungszeichen. International sind dagegen aber 53+7 Trennungszeichen bekannt. Durch Lobbyisten wurden unsere Wölfe in der zentraleuropäischen Tieflandpopulation zugeordnet. Diese falsche Zuordnung wurde zwischenzeitlich wissenschaftlich widerlegt und ist politisch als Kernfehler in causa endlich anzuerkennen. Infolgedessen erfordert die eurasische baltische Metapopulation nach IUCN nämlich nur einen Mindestbestand von 250 adulten Tieren. Das wäre nach Adam Riese 250 Wölfe aufgeteilt auf 47 europäische Mitgliedstaaten, gleich 5,3 Wölfe für Deutschland. Zu der Taxonomie des Wolfes ist in dieser 45 Artex-Fahne benutzte Bezeichnung Canis lupus nach der systematischen Taxonomie von Carl Linnaeus 1758 fachlich eindeutig falsch und ein Rechtsverstoß gegen § 10 des Bundesnaturschutzgesetzes. Die politische Aussage, dass Wölfe bei Dunkelheit in Ortslagen als normales Lebensrisiko hingenommen werden sollen, widerspricht der Lebenswelten der kompletten Landbevölkerung und wird dort verständlicherweise als hochgradig misanthropisch verstanden. Wenn man trotz alledem scheinheilig propagiert, die Sicherheit der Menschen ist oberste Priorität. Ausgeschlossen vom geplanten Tatbestand des Anlockens und des Fütterns der Wölfe sind alle Tätigkeiten aus der Jagd und der Falknerei, siehe meine Aufzählung. In den Eingangsworten der Gesetzesänderung zu § 45a wird die Wiederbesiedlung des Wolfes in Deutschland als großer Erfolg des Naturschutzes gefeiert. Fakt ist aber, der Wolf schadet definitiv der Biodiversität. Meine Damen und Herren, Deutschlands ideologisch geprägte Wolfspolitik hat bisher mit Sachlichkeit und Vernunft leider nur wenig gemeinsam. Wenn Sie dieses nun ändern möchten, stehe ich Ihnen dazu gerne zur Verfügung. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Danke, Herr Gerhards. Als nächster hat der Sachverständige Gregor Bayer vom Forum Natur Brandenburg e.V. das Wort. Bitte schön, Herr Bayer. Ja, sehr geehrter Herr Vorsitzender, werte Damen und Herren Abgeordnete, ich bedanke mich ganz herzlich für die Gelegenheit, hier zu Ihrem Gesetzesvorhaben Stellung zu nehmen. Ich tue das hier an der Stelle. Die Vorredner haben das und auch mit Sicherheit die Nachfolgenden schon aus der juristischen Perspektive getan. Ich werde mich mehr auf die praktischen Aspekte aus dem Bundesland sozusagen fokussieren, das wie kein anderes momentan aufgrund der Höhe des Wolfsbestandes von der Thematik betroffen ist. Sie haben sich mit Ihrem Gesetzesvorhaben die Zielsetzung gestellt, die Rechtssicherheit bei der Erteilung
von Ausnahmegenehmigungen von den artenschutzrechtlichen Zugriffsverboten zu erhöhen. Das können wir nur auch aus der Brandenburger Perspektive sehr begrüßen, denn genau das ist momentan im Rahmen einer ganzen Reihe von Fragestellungen in Bezug auf den Wolf nicht gegeben. Zu prüfen ist natürlich, ob das Gesetzesvorhaben geeignet ist, dieses Ziel zu erreichen und vor allen Dingen in einem zweiten Schritt auch, ob das Gesetzesvorhaben mit der aktuellen Wolfswirklichkeit übereinstimmt. Was den ersten Punkt anbelangt, will ich mich auf Ihr Kernstück sozusagen des Gesetzesvorhabens fokussieren, auf die Frage erhebliche Schäden, ernsthafte Schäden. Sie sind da meines Erachtens grundsätzlich auf dem richtigen Weg. Sie unterlassen es aber, den neuen Rechtsbegriff zu definieren. Weder führen Sie Positiv-Negativ-Listen ein, noch machen Sie durch sonst irgendeine Art und Weise Ihren gesetzgeberischen Willen deutlich. Ich empfehle daher dringend den Blick nach Märkisch-Oderland in Brandenburg, wo wir jetzt Jahre der Auseinandersetzung zum momentan bestehenden Rechtsbegriff in Bezug auf den Biber hinter uns haben. Jetzt haben wir gerade mehr oder weniger Rechtssicherheit, auch durch die Biberverordnung. Und jetzt führen Sie einen neuen Begriff ein, der eigentlich eine neue Phase der Rechtsunsicherheit begründen wird. Deshalb sehen wir hier dringenden Bedarf, dass Sie hier deutlicher formulieren, um was es eigentlich bei dieser Definition geht, die Sie neu fassen wollen. Der zweite Aspekt ist uns noch wesentlicher, nämlich die Frage, ob das Gesetzesvorhaben mit der Wolfswirklichkeit kompatibel ist. Die Wolfswirklichkeit kann man natürlich sehr gut am Wolfsbestand beschreiben. Wir haben ja gerade jetzt in der vergangenen Woche die aktuellen Zahlen zur Kenntnis genommen. Allerdings zum Frühjahr diesen Jahres umgerechnet 878 Wölfe, so ungefähr für die Bundesrepublik Deutschland. Momentan, wenn Sie den Zuwachs des diesjährigen Jahres dazu rechnen, 1190. Im Jahr 2022 werden es 3000 sein. Und in 10 Jahren ungefähr 25.000 Wölfe. Das ist durchaus realistisch, weil wir in der Kulturlandschaft eben keine Kapazitätsschwelle haben, die das Ganze begrenzt. Wir haben den Eindruck, dass Sie mit Ihrem Gesetz versuchen zu überholen, ohne einzuholen. Das ist nach aller historischer Erfahrung bisher schiefgegangen. Sie müssen sich der Wolfswirklichkeit stellen. Sie nennen Ihr Gesetzesvorhaben zweites Gesetz zur Änderung des Bundesnaturschutzgesetzes. Wir würden empfehlen, dieses Vorhaben umzunennen in Wolfsakzeptanzverlustbeschleunigungsgesetz. WAVBG, das wäre eine gängige Terminologie, die wir gewohnt sind. Aber ich glaube, wir sollten wirklich den Weg gehen, jetzt in der Wolfswirklichkeit anzukommen. Die Kulturlandschaft mit Wolf und mit Weidetieren muss möglich werden. Und dazu brauchen wir das aktive Bestandsmanagement. Diesbezüglich möchte ich appellieren. Vielen herzlichen Dank. Danke, Herr Bayer. Als nächste Sachverständige hat Christina Pött von der Deutschen Juristischen Gesellschaft für Tierschutzrecht e.V. das Wort. Frau Pött. Sehr geehrter Herr Vorsitzender, meine sehr verehrten Damen und Herren, der uns heute vorliegende Gesetzesentwurf zur Änderung des Bundesnaturschutzgesetzes ist EU-rechtswidrig. Warum? Erstens, weil er gegen die Logik der FFH-Richtlinie verstößt. Zweitens, weil mit ihm der Gedanke des Artenschutzes auf den Kopf gestellt wird. Und drittens wird versäumt, dringend erforderliche Maßnahmen umzusetzen. Dies hat uns der EuGH in seinem Urteil vom 10. Oktober noch einmal sehr eindringlich vor Augen geführt. Das europäische Artenschutzrecht fordert ein Schutzsystem für den Wolf und nicht vor dem Wolf. Artenschutz bedeutet zunächst einmal den umfassenden Schutz einer Art, sodass der aktive Schutz des Wolfes an vorderster Stelle stehen muss. Ziel eines Schutzsystems ist gerade die Verhinderung von Entnahmen. Ein Verhindern erfordert aber eben auch, dass aktiv Maßnahmen ergriffen werden, die bewirken, dass etwas nicht geschieht. In den entsprechenden Verbreitungsgebieten muss daher als ein absolutes Minimum ein atypisches Verhalten berücksichtigt und gegebenenfalls entsprechende Vorkehrungen getroffen werden, die ein Eingreifen zumindest weitestgehend überflüssig machen. Zu beachten ist weiter der in Artikel 2 Absatz 3 FFH-Richtlinie ausdrücklich normierte Anspruch der Richtlinie, nämlich, dass den Anforderungen von Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur sowie den regionalen und örtlichen Besonderheiten Rechnung getragen wird. Die Interessen der Nutztierhalter wurden in diesem aktuell bereits bestehenden strengen Schutzsystem, also bereits gebührend berücksichtigt. Ergebnis dieser gebührenden Berücksichtigung ist die Möglichkeit, unter bestimmten strengen Anforderungen vereinzelt Tiere in eng begrenzten Ausnahmefällen zu entnehmen. Diese Ausnahmefälle unterliegen dabei einer klaren Logik. 4 Einzeltatbestände regeln die jeweiligen Sachverhalte abschließend in Bezug auf einzelne Individuen. Der allgemeine Auffangtatbestand des Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe E bietet darüber hinaus die Möglichkeit, für sonstige anerkennungsfähige Zwecke Ausnahmen zur Entnahme einer begrenzten Anzahl an Individuen zuzulassen,
allerdings unter verschärften Bedingungen. Diese Zwecke dürfen sich jedoch grundsätzlich nicht mit den Zielen der Einzeltatbestände überschneiden. Der aktuell vorliegende Entwurf der Bundesregierung widerspricht dieser Logik fundamental, da er Komponenten zweier potenziell denkbarer Ausnahmegründe im Ansatz miteinander vermischt, nämlich eine der Einzelentnahmemöglichkeiten mit der Möglichkeit, eine begrenzte abstrakte Anzahl an Individuen unter verschärften Anforderungen entnehmen zu können und das ohne das Vorliegen der erforderlichen verschärften Bedingungen zu verlangen. Meine Damen und Herren, lassen Sie uns verhindern, dass ein EU-rechtswidriges Gesetz verabschiedet wird. Lassen Sie uns zunächst die Maßnahmen, die auch bereits der Bundesrat in seiner Stellungnahme vorgeschlagen hat, umsetzen. Erstens Weidetierhalterprämien einführen, zweitens Herdenschutzmaßnahmen ausbauen, also den Einsatz von Herdenschutzhunden fördern, für eine wolfsichere Umzäunung sorgen und drittens ein bundeseinheitliches Monitoring aufbauen. Vielen Dank. Dankeschön, Frau Patt. Bevor wir weitermachen, will ich die Kolleginnen und Kollegen noch mal daran erinnern, wenn Sie einen Fragewunsch haben, jetzt heute, Sie finden auf Ihren Tischen entsprechende Zettel, wo Sie Ihren Redewunsch anmelden können und wo auch darauf vermerkt ist, an wen Sie befragen wollen. Das haben jetzt noch nicht alle Fraktionen überreicht. Insofern bitte ich, das möglichst jetzt nachzuholen. Dankeschön. Als nächster Sachverständiger hat jetzt Herr Peter Krämer, er ist Rechtsanwalt, das Wort. Herr Krämer, bitte schön. Meine Damen und Herren, auch von mir aus vielen Dank für die Möglichkeit, zu dem Gesetzentwurf Stellung nehmen zu können. Ich muss Ihnen zumuten, noch mal in die juristischen Niederungen hinabzusteigen. Der Europäische Gerichtshof verlangt in ständiger Rechtsprechung und das letzte Mal uns bekannt in dem Urteil zum finnischen Wolf II, dass die nationalen Regelungen genau ausdifferenzieren, unter welchen Voraussetzungen Ausnahmen vom Artenschutz im Anwendungsbereich der beiden europäischen Naturschutzrichtlinien erteilt werden dürfen. Es ist ein seit Jahren gepflegter, durchgehender Irrglaube, dass es ausreicht, wenn die Nationalstaaten die Vorgaben der Richtlinien 1:1 übernehmen. Das ist eine Formulierung, die man ja häufig in den Gesetzesbegründungen liest. Der EuGH sagt genau das Gegenteil, nämlich er sagt, die nationalen Länder, die Mitgliedstaaten sind verpflichtet, genau festzulegen, unter welchen Voraussetzungen bestimmte Vorgaben der Richtlinien angewendet werden müssen. Das bedeutet, bei dem Kernstück Ihrer Regelung, um bei der Formulierung zu bleiben, nämlich § 45a Absatz 2, dass dort geregelt werden muss, was unter bestimmten Begriffen verstanden wird. Und nicht nur das, sondern es müssen auch die sonstigen Bedingungen für eine Ausnahmeerteilung auf der Ebene des nationalen Rechts geregelt werden. Was nicht geht, ist, dass der Bundesgesetzgeber sich zurückhält und davon ausgeht, die Länder werden das schon regeln. Denn die Länder müssen es nicht regeln, sie können es regeln. Und wenn es unionsrechtskonform ist, ist das in Ordnung, aber sie müssen es nicht regeln. Die Pflicht zur Umsetzung der unionsrechtlichen Regelungen trifft aber den Bundesgesetzgeber. Ich will Ihnen zwei Beispiele aus Ihrer konkreten Regelung nennen, die auch schon angesprochen worden sind. Die Frage des engen zeitlichen Zusammenhangs, der dazu berechtigen soll, ein Tier aus einem Rudel abzuschießen. Wie wird dieser enge zeitliche Zusammenhang definiert? Die Gesetzesbegründung gibt dafür nicht einmal einen Ansatzpunkt her. Sind das 3 Tage, 3 Wochen, ist es 1 Jahr? Sie lassen die Verwaltungen, die dann dafür zuständig sind, das auszulegen, damit vollständig alleine. Die Frage, inwieweit Herdenschutz eine Rolle spielt bei der Prüfung, ob der eine zumutbare Alternative darstellt. Da gibt es in der Gesetzesbegründung an 3 Stellen den Begriff des Herdenschutzes, der völlig versteckt verwendet wird, ohne an einer Stelle auch nur zu sagen, welche Bedeutung er eigentlich hat für die Anwendbarkeit dieser Regelung, die dort vorgesehen ist. Und wenn man sich das Urteil zum finnischen Wolf II durchsieht, dann ist das eine Auflistung der Vorgaben des EuGH. Der EuGH verlangt die Gewissheit, dass sich Tötungen nicht auf die Erreichung des günstigen Haltungszustands auswirken, das Vorliegen ausreichender Informationen über den Wolfsbestand auf lokaler und nationaler Ebene, Informationen über die Auswirkungen einer Tötung auf die lokale und nationale Population, die Erarbeitung klarer Kriterien. Ich habe noch 3 kleine Punkte zur Erhaltung von Populationsdynamik und Stabilität, die Ermittlung der Höchstzahl von Wölfen, die getötet werden dürfen, und die nationalrechtliche Vorgabe, dass alle Kriterien vor der Ausbildung
Ausnahmeerteilung kontrolliert und danach überwacht werden. Diese Kriterien werden in Deutschland nicht erfüllt. Und solange sie nicht erfüllt werden, kann es keine Spezialregelung zum Wolf geben. Ja, danke schön, Herr Krämer. Gut, dann kommen wir jetzt zur ersten Runde. Als ersten Fragenden erteile ich Herrn Kollegen Dr. Schulze das Wort. Und der Befragte ist, glaube ich, Dr. Schneider. Ja, zunächst mal herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Auch ein Dankeschön an die Sachverständigen. Ja, meine Frage geht an Herrn Schneider, den ich also, glaube ich, als Weitgereistesten hier begrüßen darf. Ich möchte mich auch noch mal bei Ihnen persönlich bedanken, dass Sie den Weg aus Schweden hier nach Deutschland gefunden haben. Ich habe drei Fragen im Zusammenhang zu Ihrer Vorlage, die Sie uns zur Verfügung gestellt haben. Bin ich in der Annahme richtig, dass das schwedisch-norwegische Vorkommen völlig isoliert ist und Migration, also genetischer Austausch, mit der mitteleuropäischen Population eher nicht vorkommt? Der zweite Frage würde mich mal interessieren. Sie geben hier einen Grenzwert des günstigen Erhaltungszustandes mit 300 Wölfen an, gesagt im Kontext zu der relativ isolierten Population. Uns wird immer gesagt, der günstige Erhaltungszustand ist bei 500 fortpflanzungsfähigen Tieren in Deutschland erreicht. Wie kommen Sie auf diese Zahl? Und die dritte Frage, seit wann wird die Verfahrensweise der Jagd in Schweden betrieben und gibt es Untersuchungen, welchen Einfluss das auf die Population hat? Danke. Ja, zur ersten Frage, Isolation. Die Population, die skandinavische Population, ist isoliert, aber nicht total isoliert. Sie hat keine direkte Verbindung zur mitteleuropäischen Population, aber zur karelischen Population, also über Finnland nach Russland. Letztlich ist auch eine Voraussetzung dafür, jetzt mit der zweiten Frage, warum sind 300 Wölfe ausreichend? Es sind also 300 Wölfe plus, also 300 Wölfe in Schweden, plus die Anknüpfung an die Wölfe in Norwegen, plus die Anknüpfung an die Wölfe in Finnland, Russland. Das ist also der Metapopulationsgedanke hier. Und es ist auch gesagt, dass in einem 5-Jahres-Zeitraum muss mindestens ein Wolf aus dem Osten eingewandert sein und sich an der Reproduktion in Skandinavien beteiligt haben, sodass diese 300 Wölfe gelten sollen, diese Untergrenze. Dann es ist auch, das ist die Untergrenze, das ist also nicht das Ziel für die Populationsgröße in Schweden, sondern es ist die absolute Untergrenze. Wir dürfen nicht weniger als 300 Wölfe haben. Wie viele Wölfe wir haben können, das wird aber bloß durch das Problembild bestimmt. Und die Zahl 300, die wurde also von zwei Forschergruppen produziert, die vom Umweltamt in Stockholm den Auftrag bekommen hatten, sich eben mit dieser Frage auseinanderzusetzen. Das sind eben populationsgenetische Überlegungen, Populationsmodellierungen und solche Sachen, die da durchgeführt worden sind. Die Jagd in Schweden hat ja eine sehr lange und auch eine sehr große Tradition. Viele Schweden sind ja Jäger. Der Wolf ist also auch im Jagdrecht aufgenommen. Die Lizenzjagd auf die Wölfe wurde erst 2010 wieder begonnen. Der Wolf war ja ausgerottet in Schweden, wurde zwar in 1960 Jahren unter Schutz gestellt, ist aber dann trotzdem verschwunden, ist dann in den 80er Jahren wieder eingewandert und die Population hat dann seitdem wieder zugenommen. Mit Eintritt Schwedens in die EU 1995 ist natürlich dann die FFH-Richtlinie aktuell geworden und die wurde dann auch ins schwedische Jagdgesetz, im schwedischen Jagdgesetz und der Jagdverordnung implementiert. Das ist also die Regeln der FFH-Richtlinie im Prinzip, die Jagd steuern. Lizenzjagd gab es seit 2010, wird aber im Moment nicht durchgeführt, weil wir eben zu wenig Wölfe haben, als dass wir das machen könnten. Sie hätten jetzt noch Zeit, Herr Dr. Schulze. Alles klar, gut. Dann hätte als nächster der Kollege Träger das Wort. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Fragen richten sich an Herrn Professor Gellermann. Herzlichen Dank an alle Sachverständigen für die Einbringung ihrer Expertise. Herr Professor, Sie heben in Ihrer Stellungnahme unter anderem auf die Streichung des Merkmals wirtschaftlichen Schadens ab. Wir
verfolgen ja mit dem Gesetzentwurf das Ziel, einerseits Rechtsklarheit zu schaffen bei der Ultima Ratio eines Abschusses, wenn sich also andere Wege nicht förderlich zeigen, und wollen aber gleichzeitig ganz klar vermeiden, dass es zu einer Absenkung des Schutzstandards für andere streng geschützte Arten kommt. Können Sie bitte noch mal ausführen, warum Sie auf diesen Punkt abheben, Streichung des Merkmals wirtschaftlicher Schaden? Und wenn Sie dann noch Zeit haben, könnten Sie vielleicht den Weg aus Ihrer Sicht darstellen, wie man die zwei Ziele miteinander gemeinsam verfolgen und erreichen kann? Ja, vielen Dank für die Frage. Zunächst einmal, Sie haben ja folgende Situation. Dadurch, dass man das Merkmal der wirtschaftlichen Schäden aus der derzeitigen Regelung des § 45 Absatz 7 Satz 1 Nummer 1 entnimmt und es bei sonstigen ernsten Schäden belässt, bedeutet das zunächst erstmal eine Absenkung des Schutzniveaus, wenn Sie so wollen. Insofern, als wirtschaftliche Schäden sich immer beziehen auf Betriebe, landwirtschaftliche, forstwirtschaftliche Betriebe. Was jetzt gemacht wird durch die Veränderung der Begrifflichkeit ist, man will auch Hobbynutzung einbeziehen und entsprechend schützen. Aus Sicht der FFH-Richtlinie, Artikel 16 Absatz 1 der FFH-Richtlinie ist da einschlägig, ist das vom Grundsatz her gar nicht so sehr problematisch, weil diese Regelung ja die Möglichkeit eröffnet, auch sonstige Formen des Eigentums zu schützen. Das kann auch Eigentum an hobbymäßig gehaltenen Weidetieren sein. Aus Sicht der Vogelschutzrichtlinie wird das zum Problem, weil die Vogelschutzrichtlinie, das ist der Artikel 9 Absatz 1 der Vogelschutzrichtlinie, dieses Merkmal der sonstigen Form des Eigentums überhaupt nicht kennt. Also das ist zunächst erstmal einmal der Grund, warum ich der Auffassung bin, dass eine Änderung des § 45 7 Satz 1 Nummer 1 nicht hilfreich ist, weil damit unionsrechtliche Probleme hervorgerufen werden, die man sich schon besser mal schenken sollte. Der mögliche Weg zur Bewältigung der Problematik liegt meines Erachtens darin begründet, dass man tatsächlich eine Lex Specialis für den Wolf entwickelt, die so gestaltet ist, dass sämtlichen Anforderungen des Artikel 16 Absatz 1 vollen Umfang entsprochen wird. Das heißt, es muss einer der Ausnahmegründe, der unionsrechtlich zulässig ist, aufgenommen werden ins Gesetz, einer oder auch mehrere. Ich glaube nicht, dass Sie den Grund möglicher Ansiedlungen wieder aufnehmen wollen. Also der Gesetzgeber hat dort einen gewissen Auswahlspielraum. Es muss sichergestellt sein, dass es keine anderen zufriedenstellenden Lösungen, gerade bei Abschüssen von Wölfen, gibt. Mit anderen Worten, das muss Ultima Ratio sein und das muss im Gesetz zum Ausdruck kommen. Brandenburg beispielsweise, die Brandenburger Verordnung, hat da im § 4 Absatz 2 eine wesentlich deutlichere Regelung, als das jetzt hier in dem Vorschlag enthalten ist. Und es muss natürlich sichergestellt sein, dass der günstige Erhaltungszustand gewahrt bzw. erreicht werden kann. An der Stelle haben wir ein grundlegendes Problem. Der Bundesrat hat vorgeschlagen, dass wir hier einen jährlichen Bericht über den Zustand des Wolfes bekommen, und zwar bezogen auf die biogeografische Region. Das ist meines Erachtens ein ganz wichtiger Schritt in die richtige Richtung, weil unsere Vollzugsbehörden im Moment die Ausnahmeregelung anwenden, ohne konkrete Kenntnisse über die Erhaltungssituation des Wolfes, über die Entwicklung, die populationsbiologische Entwicklung zu haben. Und da muss man natürlich immer auch einbeziehen, wo werden Ausnahmen erteilt, welche Tiere unterliegen der üblichen Mortalitätsrate, wo wird illegal geschossen, was kommt im Verkehr um. All diese Informationen müssen verfügbar sein, damit eine Vollzugsbehörde in den Stand versetzt wird, dieses Merkmal der Wahrung des günstigen Erhaltungszustandes im Einzelfall zu prüfen und dann entsprechend auch eine begründete Entscheidung zu treffen. Dankeschön. Als nächster hat der Abgeordnete Hilse das Wort zu seiner ersten Frage. Ja, vielen Dank. Meine Frage geht an Herrn Gerhardt. Sie hatten, erste Frage, Sie hatten vorhin erwähnt, dass sich der Wolf negativ auf die Biodiversität auswirkt, zu der wir verpflichtet sind, laut internationalen Verträgen.
Und wenn Sie da mal kurz drauf eingehen könnten, also in welcher Form. Und dann wird im Gesetzentwurf das Anlocken und Füttern unter Strafe gestellt, beziehungsweise wird verboten. Und da geben sich ja für Jäger, also jemand, der die Jagd ausübt, Probleme. Ich denke da an Ausweiden von Tieren. Also wenn man es streng nimmt, sozusagen, wäre das ja schon quasi ein Anlocken. Beziehungsweise wenn Sie auch mit einer Hündin, die vielleicht läufig ist, auf die Jagd gehen. Also wenn Sie da mal kurz eingehen würden, was auf die Jäger unter Umständen zukommen könnte. Ja, vielen Dank für die Frage. Zur Biodiversität ist Folgendes zu sagen. Ein Wolfsrudel, unabhängig davon, ob es echte Wölfe sind oder unechte Wölfe, das heißt diese besagten Hybriden, die haben die Eigenschaft, dass die ein Wolfsterritorium von ungefähr 100 Quadratkilometern leer räubern. Das heißt, wir haben diese Fälle in den USA, wir haben sie in Kanada. Man hat dort diese Beutemasse, diese Biomasse wird vernichtet. Das ist völlig egal, ob die einen Elch oder einen Hirsch, ein Reh hier töten. Sie würden im Zweifelsfall dann auch auf Schafe zurückgreifen oder auf ein Rotkäppchen. Das heißt, sie fressen eine Biobedarfsmasse und sie räubern ein Revier komplett leer. Wir haben es hier zum Beispiel bei uns in Sachsen erlebt. Wir haben in relativ kurzer Zeit, von 1 bis 2 Jahren, hatten wir schon keine Mufflons mehr. Das Rehwild ist deutlich, deutlich zurückgegangen. Das Rotwild wandert ab. Die haben also einen extremen Druck, diese Rotwildtiere. Sie wandern in Gebiete ab, wo sie bisher noch nie gewesen sind. Das heißt also, wenn wir jetzt zum Beispiel in Naturschutzgebieten keine normale Beweidung mehr durch Schafe haben, dann können im Prinzip, sagen wir mal, diese Gräser nicht mehr durchwachsen. Das sind geschützte Orchideen, es sind geschützte Süßgräser. Also die Fauna und die Flora geht definitiv in diesen Gebieten zurück. Zu Ihrer Frage, inwieweit die Jägerschaft dadurch leidet, wenn man diesen Paragraphen 45a in Gang setzen würde. Man hat hier keine Definition über ernsthafte Schäden gestellt. Das heißt, damit bleibt der Verwaltung oder der Behörde das Scheunentor offen, diese Sache willkürlich zu beachten. Wenn ich als Jäger mit meinem Hund durch den Wald gehe und er wird angegriffen, dann würde mir im Extremfall so etwas zu Lasten gelegt werden, weil nach dem Motto, ich habe diesen Wolf angelockt mit meinem Jagdhund. Ich dürfte auch zum Beispiel, wie das üblicherweise bei Drückjachten ist, wir müssen unsere Jagdtechniken umstellen. Wir lassen die Jagdbeuten im Prinzip auf dem Feld liegen, bis das Hahn in Ruhe ist. Das bedeutet, dass die Jagd beendet ist, erst dann wird dieses Tier geborgen und aufgebrochen. Das ist heute nicht mehr möglich, meine Damen und Herren. Wir haben, wenn wir ein Stück Wild geschossen haben, zum Beispiel jetzt, was gerade in Brandenburg und Sachsen aktuell ist, die Vorbeugung zur ASP. Wenn wir diese Tiere geschossen haben, dann sind innerhalb von 2 Minuten die Wölfe da und erledigen dieses Aufbrechen. Wir haben auch diese Chance nicht mehr, diese Wildtiere zu bergen. Und das würde uns auch als Anlocken vorgeworfen werden können. Wir haben dann keine Rechtssicherheit mehr und die Jägerei ist im praktischen Betrieb nicht mehr durchführbar. Vielen Dank. Ja, danke schön. Als nächstes, Sie hatten noch Zeit, Herr Hilse. Eine Minute, ja? Okay. Ja, vielen Dank. Meine Frage richtet sich an Herrn Bayer. Der Erhaltungszustand und das Wolfsmonitoring steht und fällt ja mit der Feststellung des Ist-Zustandes. Jetzt ist es so, dass Sie Zahlen dargestellt haben, 1000 plus im Moment, haben es hochgerechnet mit einer Zuwachsrate, wissenschaftlich anerkannten Zuwachsrate von 36%. Das sind jetzt inhärent andere Zahlen, die wir vom BFN haben, wo 166 Wölfe für das Jahr 2019 gemeldet worden sind, was etwa den Stand von 2015 bis 2016 entspricht. Mich würde interessieren, ob Sie vielleicht am Beispiel Brandenburg, wo Sie sich sehr gut auskennen, vielleicht darstellen können, wo die unterschiedlichen Zahlen herkommen. Weil wenn wir darüber reden, wie wir in Deutschland damit umgehen, müssen wir erstmal den Ist-Zustand einheitlich über alle Monitoringarten hinweg feststellen.
Dann haben Sie von den Unsicherheiten zwischen dem erheblichen Schaden und dem ernsthaften Schaden gesprochen. Was ich dabei sehr spannend fand, war die Positiv- und Negativliste, die hier offensichtlich fehlt. Könnten Sie da Beispiele nennen, wie man beispielsweise eine solche Abgrenzung vornehmen kann, damit eben mehr Rechtssicherheit besteht? Und, das würde ich aber notfalls in die nächste Fragerunde mitnehmen, können Sie sagen, was in der Praxis passiert, wenn eine solche Rechtssicherheit eben nicht vorhanden ist? Ja, vielen herzlichen Dank. Die unterschiedlichen Zahlen, mal ganz unabhängig von der Frage, woher sie kommen, sind eigentlich mit eines der größten Probleme, was die Akzeptanz anbelangt. Nichts verunsichert Menschen mehr, als wenn sozusagen in schneller Folge alle möglichen Zahlen durch den Äther, heute über die Social Medias, sowas geht blitzschnell, da wird eine Zahl sozusagen kommuniziert, die verbreitet sich weiter. Und wenn alle diese Zahlen letzten Endes nicht übereinstimmen, dann führt das sehr häufig oder ist zumindest der erste Schritt für gewaltige Akzeptanzverluste. Teilweise sind das hausgemachte Probleme, wobei ich sehr, sehr vorsichtig bin, grundsätzlich jetzt der ein oder anderen Behörde, sei es des Bundesamtes für Naturschutz oder wem auch immer, einen Vorwurf zu machen. Denn wenn man sich dann mal die Mühe macht, sehr genau zu hinterfragen, dann stellt man sehr schnell fest, dass zum Beispiel diese Meldung, die ja vor einiger Zeit Furore machte, soweit ich weiß, auch in der Debatte, in der Plenarbefassung hier im Bundestag einfach daherkommt, dass die Zahlen, die das Bundesamt für Naturschutz an die EU meldet, zu einem bestimmten Bezugszeitpunkt sind, der eben einige Jahre zurückliegt. Wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, waren das die 15-16er Zahlen. Das ergibt sich aus der Systematik, mit der die Einschätzung des günstigen Erhaltungszustandes an die EU gemeldet wird. Dann kommen wieder andere Zahlen. Wir haben ja letzte Woche dann sozusagen die aktuellen Zahlen für Deutschland gehabt. Die beziehen sich aber, und das wird eben auch nicht immer transparent, auf den Anfang diesen Jahres. Die Menschen, die in Brandenburg von den Wölfen konfrontiert sind, die fragen aber nicht, welche Zahlen hatten wir vor 2-3 Jahren oder vielleicht noch früher oder welche Zahlen waren im Frühjahr relevant, sondern die sind mit einem gegenwärtigen Zustand konfrontiert. Und das ist der Fluch, dass wir diese gegenwärtigen Zahlen letzten Endes nur in gewisser Weise in einer Simulation ermitteln. Für die Frage Frühjahr bis Spätjahr ist das noch relativ einfach, weil das wissenschaftlich anerkannt so ungefähr 35-36% sind. Das ist auch nicht hoch umstritten, zumindest für unseren Bereich. Und dann kommt noch zusätzlich hinzu, dass das eine exponentielle Entwicklung ist. Sie sind eigentlich meines Erachtens hier aufgerufen, sich Gedanken zu machen, wie muss die Rechtslage in 1, 2, 3, 4, 5 Jahren sein, weil es eben ein exponentieller Zuwachs ist. Wir haben diese Zeit letzten Endes nicht und das führt dann zu diesen erheblichen Konflikten und den Widersprüchen. Es wäre also mal unabhängig von all Ihren Gesetzesvorhaben dringend notwendig, dass wir diese Zahlen systematisieren und dass wir Zahlen zu einem einheitlichen Bezugspunkt kommunizieren. Dann würde vieles diesbezüglich aufhören. Dann haben Sie noch gefragt, Positiv-Negativliste. In der Tat, das ist eine Möglichkeit. Da wären jetzt eigentlich die Juristen mehr berufen als ich, das näher auszuführen. Das ist eine Möglichkeit, wenn Sie einen Rechtsbegriff neu in ein Gesetz einführen oder auch einen bestehenden schon definieren wollen, dann können Sie entweder in einer Positivliste, in der Sie also entweder aufzählen, was fällt darunter, oder in einer Negativliste, was fällt nicht darunter, relativ schnell für Klarheit sorgen. Und das ist eben der Fluch. Die heutige Definition zur Schadenssituation bedingt, dass der Betrieb quasi vor dem Konkurs stehen muss. Wie gesagt, ich kann nur sehr empfehlen, sich mit Märkisch-Oderland und den Bibern und den Teichwirtschaften zu beschäftigen. Das ist im Prinzip analog zur Schadensdefinition bei Wölfen zu sehen. Und Sie könnten hier, indem Sie den Schaden genauer definieren, für Klarheit sorgen. Allerdings bin ich sehr im Zweifel, ob das langfristig überhaupt der richtige Weg ist, sich von dieser Schadensseite her zu nähern. Das hängt auch mit den Wolfspopulationen zusammen. Die Entwicklung ist viel, viel rasanter. Ich glaube, diese Schadensdefinition, vor allen Dingen auch der ganze Bürokratismus, der hinten dran steht, um diesen Schaden festzustellen, das wird uns am Ende des Tages nicht retten, schon gar nicht, wenn es dann 3, 4 oder 5.000 Wölfe sind. Dankeschön, Herr Bayer. Als nächster hat mein Kollege Ralf Lenkert seine erste Frage. Sie geht an Frau Patt. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Lassen Sie mich vorher noch ein paar kurze Bemerkungen machen. Das erste ist zu Herrn Gerhardt. Wenn das so wäre, dass die Wölfe ein Revier völlig leer fressen, dann wären die Wölfe heutzutage längst ausgestorben, weil sie dann vor der Zivilisation alles leer gefressen hätten und verhungert wären.
mal ganz einfach. Der zweite Punkt, der mich mit der exponentiellen Entwicklung der Wolfsbestände, Exponent 2, würde zum Beispiel bedeuten, dieses Jahr 1000 Wölfe, nächstes Jahr 2000, das Jahr drauf 4000, dann 16.000, dann 32.000. Also das Wort exponentiell ist ein wenig übertrieben. Und dann noch zum Herrn Völl, Sie haben vollkommen recht, die Situation der Schafhaltenbetriebe ist eine Katastrophe. Der Rückgang der Schafe von 2005 bis 2010 beträgt etwa 1 Million. Das ist definitiv nicht durch die Wölfe verursacht. Das ist durch die Rahmenbedingungen. Und ich stelle also fest, dass 1 Million Rückgänge der Schafe in 5 Jahren ohne Wölfe durch wirtschaftliche Bedingungen und 2000 in einem Jahr gerissen. Also können die Wölfe nicht schuld sein an der schwierigen Lage der schafhaltenden Betriebe, sondern es kommt dann höchstens noch oben drauf. Und dann möchte ich noch eine Zahl aus Schleswig-Holstein nennen. Von 2010 bis 2014 gab es 70 tote Schafe durch freistreunende oder nicht angeleinte Hunde, 5 durch Wölfe. Und jetzt stellen wir uns genau in diesem Zusammenhang die Frage an Frau Patt. Wenn die Risse nicht aufhören, dann können ja nach den Gesetzesvorhaben Wölfe weiter entnommen werden. Und es steht ja explizit nur Risse drin. Das heißt, selbst wenn die Risse von Hunden geführt werden sollten, könnten also weiter die Wolfsrudel ausgerottet werden. Ist das sicher ausgeschlossen? Und insbesondere, was ist es unionsrechtlich für einen Zusammenhang, wenn wir dieses Rudel abschießen, so wie im Gesetz erlauben würde? Wie sind die unionsrechtlichen Folgen? Gut, ich glaube, die unionsrechtlichen Vorgaben, die sind da relativ eindeutig. Die EU-Richtlinie stellt zunächst alle Wölfe unter Schutz, und zwar jedes einzelne Exemplar. Und dann gibt sie uns eine Ausnahmeregelung. Und diese Ausnahmeregelung erlaubt den Abschuss von einzelnen Wölfen. Und jetzt, um die unionsrechtliche Regelung mal zu nehmen, die heißt dann im Zusammenhang mit der Tierhaltung zur Verhütung ernster Schäden, insbesondere an Kulturen und in der Tierhaltung, sowie an Wäldern und so weiter. Und das heißt also, ich habe einen absoluten Schutz eines jeden einzelnen Exemplares und darf ausnahmsweise einzelne Tiere entnehmen und dann zur Verhütung von Schäden in der Tierhaltung. Das heißt also, ich kann immer nur das schadensverursachende Tier entnehmen. Alles Weitere ist dadurch nicht abgedeckt. Und dann hat uns der EuGH jetzt zudem noch gesagt, dass diese Ausnahmetatbestände auch noch restriktiv auszulegen sind. Das heißt, für Erweiterungen, so wie sie hier geplant sind, ist kein Raum. Dann hätte ich eine zweite Frage. Wie lässt sich die Rechtssicherheit für eine Entnahme von Wölfen im Falle von Nutztierrissen in Deutschland deutlich erhöhen? Gut, ich glaube, da ist es ganz einfach. Wir haben 3 Voraussetzungen. Wir diskutieren aktuell immer über die Voraussetzungen. Wie muss denn die Ausnahmeregel im Wortlaut genau regeln? Kann es nur der schadensverursachende Wolf sein oder nicht? Aber wir haben ja noch 2 weitere Rahmenbedingungen. Wir müssen zum einen sicherstellen, dass die Entnahme das mildeste Mittel ist. Das heißt, Herdenschutz muss gewährleistet sein. Da sind wir in Deutschland nicht besonders weit. Das heißt, eine Voraussetzung wäre sicher, den Ausbau an Herdenschutzmaßnahmen zu fördern, damit wir immer sagen können, tatsächlich, wenn es denn so weit kommen sollte, dass ein Wolf entnommen werden muss, Herdenschutzmaßnahmen waren vollständig umgesetzt. Und dann als weitere Voraussetzung, das ist ja jetzt schon relativ breit diskutiert worden, der Erhaltungszustand. Wir müssen ja sicherstellen bei einer Entnahme, dass der Erhaltungszustand sich nicht verschlechtert. Und wenn wir aktuell noch nicht mal in der Lage sind, eindeutig festzustellen, wie viele Wölfe wir denn haben, ist es natürlich auch sehr schwierig festzustellen, wie sich der Erhaltungszustand entwickelt wird. Das heißt, auch da müssten wir dringend tätig werden. Wenn ich noch Zeit habe, dann würde ich an Herrn Völl noch mal die Frage stellen, was sind die Hauptursachen des Rückganges von 1 Million Schafen von der Haltung in Deutschland? Vielen Dank für Ihre Frage. Die wirtschaftliche Situation ist in der Schafhaltung sicherlich sehr angespannt. Wir liegen im unteren Einkommen, was die Landwirtschaft angeht. Aber der Wolf kommt noch dazu. Ich habe deshalb, weil ich Herdenschutz betreibe, habe ich nicht 1 Cent mehr fürs Lammfleisch. Ich denke, das ist hier das Thema, dass wir uns Gedanken darüber machen, dass es ein Miteinander von Schafhaltung, von Landwirtschaft und Wölfen gibt. Aber auch hier sollten wir uns darauf konzentrieren, dass wir eine Lösung finden, dass das mit der Landwirtschaft betrieben wird. Dass agrarpolitisch noch einiges zu machen ist, das ist sicherlich zweifelsohne. Das haben wir immer wieder gefordert, aber ich denke, das ist hier nicht unbedingt das Thema. Danke. Wollt's noch mal? Ja, dann hat als Nächste die Abgeordnete Steffi Lemke ihre erste Frage und sie geht an Herrn Krämer. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich möchte auch mit einer Vorbemerkung starten, mich bei allen Sachverständigen für die Beiträge bedanken. Herr Völl, auf Ihre letzten Anmerkungen doch eine Replik machen.
Uns geht es sehr wohl um die Gesamtsituation der Schafhaltung, weil ja in der Öffentlichkeit häufig das Bild aufgebaut wird, dass der Wolf zur Ausrottung der Schafhaltung in Deutschland führen wird. Und ich glaube, aus diesem Diskurs müssen wir in Ihrem Interesse heraus, damit wir eine Weidetierprämie bekommen, wo die Bundesregierung bisher entgegen ihrer Ankündigung nicht politisch handelt. Deshalb sind diese beiden Themen sehr wohl miteinander verbunden. Die zweite Vorbemerkung ist, dass ich für diese Anhörung wieder erwarten doch sehr dankbar bin. Es ist ja nicht so lange her, dass wir bereits im Ausschuss hier eine Anhörung zum gleichen Komplex hatten. Aber für mich ist alleine die Diskussion zu § 45 Artikel 7 Absatz 1 bereits jetzt doch sehr gewinnbringend, weil ich bisher nicht so scharf auf dem Schirm hatte, wie das nach den Ausführungen von Herrn Krämer und Herrn Gellermann jetzt der Fall ist, dass gar nicht der Wechsel von erheblich zu ernst die entscheidende Änderung in diesem Paragraphen ist, sondern die Streichung des Wirtschaftlichen. Das heißt, wir eine Ausweitung des Ausnahmetatbestandes haben, die wir öffentlich und auch hier im Ausschuss bisher überhaupt nicht hinreichend diskutiert haben. Und ich mir nicht sicher bin, ob der Gesetzgeber, ob die gesetzgebenden Koalitionsfraktionen die Weiterungen dieser Änderung tatsächlich überblicken. Und deshalb möchte ich mit der Frage anschließen, Herr Krämer, dass bisher Ausnahmen zur Abwehr wirtschaftlicher, ernster Schäden zulässig gewesen sind. Jetzt sollen auch nicht wirtschaftliche Schäden zulässig sein. Können Sie noch mal genauer ausführen, wie dieser Bereich dann eigentlich für mich vorstellbar ist, was dann alles mit hineingenommen wird zusätzlich und was dieser Effekt dieser Ausweitung dann in Bezug auf andere geschützte Arten tatsächlich nach sich zieht? Kormoran und Biber sind hier angesprochen als zwei Beispiele. Was hat die naturschutzfachliche Praxis zu erwarten von dieser Änderung, auch im Hinblick auf andere Arten? Und Herr Gellermann hatte ausgeführt, dass er erwartet, dass unionsrechtlich rechtswidrige Behördenentscheidungen, ich hoffe, ich habe es richtig mitgeschrieben, aus dieser neuen Regelung jetzt zu erwarten sind. Was heißt denn das konkret und was würde Ihrer Erwartung nach eine Behörde dann tun, wenn sie jetzt permanent erwarten muss, nach der möglicherweise neu geschaffenen Rechtslage, permanent rechtswidrige Entscheidungen zu treffen, wenn Sie einen Wolf nach diesem neuen Gesetz zum Abschuss freigeben? Ja, vielen Dank für die Frage. Spannende Frage, was alles unter die nicht wirtschaftlichen Schäden dann fallen würde. Ich darf in einem Beispiel wildern. Da passt ja auch der Begriff zu der heutigen Anhörung, was ich von Professor Gellermann im Vorgespräch auch bekommen habe, nämlich, was macht eigentlich der Taubenhalter? Das ist ja jemand, der sozusagen Tauben als Hobby hält. Und dann gibt es ja Tiere, die sich Tauben von oben nähern und die dann entsprechend schlagen wollen, zum Beispiel Falken oder Ähnliches. Ist dann der Abschuss der Falken gerechtfertigt dadurch, dass es am Boden einen Taubenhalter gibt und der Falke sich dann möglicherweise an den Tauben bedienen würde? Die Ausweitung dieses Begriffs auf nichtwirtschaftliche Schäden lässt sich überhaupt nicht absehen. Man kann diese Beispiele, also so viel führen, dass sie gibt es gar nicht erst, dass man sich nicht vorstellen kann, was dann alles kommen kann. Es ist ja auch sogar denkbar, dass dann entsprechende Hobbyhaltungen erst initiiert werden, um lästige Tiere dann tatsächlich in den Griff zu bekommen. Also die Taubenhaltung ist, glaube ich, ein recht deutliches Beispiel dafür. Die Frage, warum das rechtswidrig ist und warum die Behörden möglicherweise dann zu rechtswidrigen Entscheidungen genötigt werden, liegt daran, dass die Vogelschutzrichtlinie, die ja älter als die FFH-Richtlinie ist, die nicht auf wirtschaftliche Betriebe bezogene Ausnahme schlichtweg nicht zulässt. Das hat die Kommission auch schon vor, ich glaube, es ist schon 20 Jahre her, in einem Auslegungsleitfaden entsprechend festgestellt. Und das Bundesverwaltungsgericht akzeptiert ja diese Leitfäden auch als eine zulässige Interpretation des Unionsrechts. Das würde also bedeuten, dass die Behörde sich entscheiden muss zwischen der Frage, höre ich auf das nationale Gesetz oder höre ich auf das Unionsrecht. Da hat nun der EuGH in der Protect-Entscheidung vor etwa 2,5 Jahren ja relativ klare Anweisungen gegeben, nämlich, dass wenn Unionsrecht dem Nationalrecht vorgeht, dass das nationale Recht schlicht unangewendet bleibt. Man braucht also im Gegensatz zu dem rein klassischen nationalen Recht nicht das Bundesverfassungsgericht anzurufen, um die
Unanwendbarkeit oder Nichtigkeit eines Gesetzes festzustellen. Aber es führt dazu, dass jede einzelne Behörde, das heißt jeder Mitarbeiter in der unteren Naturschutzbehörde, künftig Gesetzesexegese betreiben muss hinsichtlich der Frage, ist das, was der Bundesgesetzgeber hier vorgegeben hat, mit Unionsrecht noch zu vereinbaren. Und der EuGH sagt ständig, dass jede Behörde und nicht nur Juristen, sondern jeder Mitarbeiter einer Behörde ständig verpflichtet ist, die Übereinstimmung des nationalen Rechtes mit Unionsrecht zu überprüfen und im Zweifelsfall das nationale Recht unangewendet zu lassen. Da kann man sich natürlich vorstellen, in welchen Konflikt jemand gerät, der in einem Landkreis... Herr Krämer, Sie müssen zum Schluss kommen. Oh, entschuldigen Sie bitte, ich habe es gar nicht gesehen. Der in einen Konflikt kommt, in einer unteren Naturschutzbehörde dann die unterschiedlichen Interessen auszutarieren, wenn es keine rechtlichen Vorgaben gibt dafür. Dankeschön, Herr Krämer. Das war dann die erste Runde. Dann kommen wir jetzt zur zweiten. Als erster hat der Abgeordnete Färber das Wort. Ja, ich habe ein paar Fragen an den Herrn Völl. Herr Völl, die Schäfer, wie Sie richtig sagten, sind die Hauptbetroffenen eigentlich dieses Themas, über das wir heute beraten. Und da hätte ich jetzt gern gewusst, haben Ihre Verbände denn auch Zahlen über Risse, die vorgekommen sind, obwohl Herdenschutzmaßnahmen getroffen worden sind? Und stimmen diese Zahlen, wenn Sie die denn haben, auch mit denen der Dokumentationsstelle überein? Wie hoch ist Ihrer Einschätzung nach die Wahrscheinlichkeit, dass es zu Mehrfachbetroffenheiten in einer Herde kommt und die Herdenschutzmaßnahmen, ich denke jetzt da speziell auch an die genannten Zäune mit 1,20 Meter Höhe, die immer wieder angesprochen werden in diesem Zusammenhang, sind die ausreichend oder wie sehen Sie das? Dann haben Sie angesprochen den Paragraf 45a, der räumliche und zeitliche Zusammenhang von Rissen und Entnahme. Vielleicht können Sie da noch ein bisschen was dazu sagen, wie das aus Ihrer Sicht definiert werden sollte. Dritte Frage, welche Probleme gibt es bei Entschädigungen? Wie werden zum Beispiel Folgeschäden, ich denke jetzt da an Verlammung oder dass die weiblichen Tiere nicht mehr trächtig werden, wie wird das geregelt? Und wie werden eventuelle Unfälle geregelt, wenn durch Panikattacken Tiere auf Fahrbahnen, Sie hatten davon gesprochen, auf Fahrbahnen geraten und dadurch auch Menschen zu Schaden kommen? Und wenn die Zeit noch reicht, können Sie vielleicht noch ein bisschen was sagen, ob die Arbeiten der Beratung und Dokumentationsstelle ausreichend sind und ob Sie als Praktikerverbände die Möglichkeit haben, dort sich einzubringen. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Färber. Vielleicht fange ich von hinten nach vorne an, was die Dokumentations- und Beratungsstelle angeht. Da hatten wir uns seinerseits sehr stark dafür eingesetzt, dass die eingerichtet werden sollte, dass man länderübergreifend tätig sein sollte. Da sind wir ziemlich enttäuscht darüber, dass die Weidetierhalter hier außen vor gehalten wurden. Wir sind zwar hin und wieder zu Veranstaltungen eingeladen worden, aber wurden nur darüber informiert, welche Übergriffe es gegeben hat, wie viel Entschädigung gezahlt wurde und wie viel für die Vorsorge gemacht wurde. Da ist es zwingend aus unserer Sicht erforderlich, dass auch das Herdenschutzthema dort kommuniziert wird, diskutiert wird und dass wir auch paritätisch dort mit eingebunden sind. Der andere Punkt, den Sie angesprochen haben, die Übergriffe, ob die sich wiederholen. Wir müssen feststellen, dass wir auch in allen Bundesländern einen Anstieg der Übergriffe haben. Beispielsweise in Brandenburg sind die Übergriffe von 2016 waren es 90, mittlerweile sind es 153, wo ein erheblicher Aufwand getrieben wird mit Herdenschutzmaßnahmen, mit Zäunen, mit Herdenschutzhunden. Alles das reicht nicht. Wir schätzen mal aktuelle Zahlen oder exakte Zahlen. Hierüber gibt es leider nicht, aber 20-30% der Betriebe. Wir haben in Cuxhaven einen Betrieb, wo 7-mal ein Übergriff wieder stattgefunden hat. Wenn das Wolfsrudel das gelernt hat und das eben auch die Jungen weitergibt, dann werden die das auch weiterhin nutzen. Wenn da, ich sag mal, die überwinden, haben kein Problem, 90 Zentimeter zu überwinden und die haben auch kein Problem damit, 1,20 Meter zu überwinden. Und wenn ich das richtig weiß, ist bei Wolfsgehegen sogar über 2 Meter gefordert, damit die Wölfe nicht darüber springen, wenn das überhaupt reicht. Also insofern haben wir das Problem, dass wir auch hier mit dem Schutz nicht weiterkommen und spreche ich auch nur das Thema nochmal, habe ich eben angesprochen, Schleswig-Holstein oder in Bayern, da ist ein Herdenschutz einfach mit Zäunen und mit Herdenschutzhunden nicht möglich. Wie will ich das entlang der Deiche machen oder in entsprechenden Alpenregionen? Dann hatten Sie noch angesprochen, und uns helfen Sie nochmal gerade, welches Thema? 45a.
Entnahme zeitlicher und räumlicher Zusammenhänge. Also, ja. Also hier ist es ganz wichtig, das hatte ich auch kurz angerissen, dass das in zeitlicher Abfolge sein muss. Und ich will auch ein Wort sagen über das Mobbing, was wir zunehmend in der Schafhaltung erleben können. Dass wenn Schafhalter sich äußern und sagen, dass sie erhebliche Probleme mit haben, dass sie Anfeindungen bekommen. Unser früher Vorsitzender ist da richtig massiv mit attackiert worden, wenn man das thematisiert. Ich denke, hier ist es wichtig, dass das, ich bin selber jetzt kein Jurist, dass das aber exakt oder präzise formuliert wird, was man darunter zu verstehen hat, wie viel Kilometer oder wie viel Zeit das ist. Aber es muss sichergestellt sein, dass wenn ein Wolfsrudel irgendwo aktiv geworden ist oder ein Wolf aus einem Rudel aktiv geworden ist, dass das hier relativ zeitnah erfasst wird, war es ein Wolf und dann muss auch entsprechend gehandelt werden, wenn da Übergriffe stattgefunden haben. Aber eine präzise Zahl will ich jetzt nicht sagen. Ich denke, das soll wissenschaftlich untermauert sein. Und da stehen wir als Schafhalter auch sicherlich gerne Gewehr bei Fuß, um da Daten zur Verfügung zu stellen, damit einfach die Übergriffe ein Ende haben. Ja, danke, Herr Dr. Völl. Als nächster Fragender der Abgeordnete Träger. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Noch eine Bemerkung in Richtung Dr. Völl. Es gibt ja eine Beschlusslage des Deutschen Bundestages, dass auch noch ein Kompetenzzentrum Wolf eingerichtet werden soll beim Ernährungs- und Landwirtschaftsministerium. Ich glaube, da sind sicherlich dann Ihre Interessen auch absolut zu berücksichtigen. Überhaupt finde ich, das Thema Herdenschutz ein zentraler Bestandteil der ganzen Debatte sein muss. Und auch da gibt es ja gute Nachrichten zu verkünden. Also das Programm für Weidetierhalter ohne eigenes Weidetierland wird fortgeführt. Mit der Größenordnung 1 Million Euro haben wir kürzlich beschlossen. Und dann haben wir noch einen Maßgabebeschluss, dass die GAG-Mittel in Zukunft auch für das Thema Herdenschutz in Zusammenarbeit mit den Ländern zur Verfügung stehen sollen. Ich glaube, deswegen kommen wir bei diesen wirtschaftlichen Auswirkungen gut voran. Und ich glaube, da ist ein großer Teil des Problems dann schon zu lösen. Weil es jetzt ein paar Mal angesprochen wurde, geht meine Frage an Frau Professor Jessel. Das Bundesamt für Naturschutz zu den Bestandsentwicklungen. Da würde mich gerne Ihre Sicht der Dinge interessieren. Über welche Zahlen reden wir denn tatsächlich? Und wovon müssen wir ausgehen, dass in den nächsten Jahren sich die Population entwickelt und auch zu den, vielleicht können Sie kurz Stellung nehmen, zu den Andeutungen, die es gibt zum Bereich polnisch-baltische Population, wie es da zu sehen ist. Und dann auch noch zum Herdenschutz. Wie würden Sie das sehen? Was müssen wir im Gesetz verankern, damit wir das Thema Herdenschutz auch von der so artenschutzrechtlichen Seite sicherstellen, dass auch im Bundesnaturschutzgesetz alles Nötige geregelt ist? Ja, zunächst zu den Bestandsentwicklungen. Die Zahlen, die wir jedes Jahr veröffentlichen, beziehen sich auf einen definierten Zeitraum. Das ist das sogenannte Monitoringjahr bzw. Wolfsjahr. Es entspricht dem Reproduktionszyklus der Wölfe, der jeweils von Ende April bis Ende April des Folgejahres reicht. Momentan sind wir hier bundesweit bei 105 Rudeln, 25 Paaren und noch einigen Einzeltieren. Das sind die amtlich bestätigten Wolfszahlen. Amtlich bestätigt deshalb, sie beruhen auf einem einheitlichen Monitoring, das die Bundesländer durchführen nach gemeinsamen, nach einheitlichen Standards. Nach Ablauf des Monitoringjahres werden zunächst die Nachweise eingeschickt an Senckenberg und IZW, um hier einer genetischen Analyse unterzogen zu werden. Sie werden dann noch mal in einer gemeinsamen Sitzung zusammen mit der DBBW und uns als BFN geprüft. Es gibt ja auch Länder zwischen den Bundesländern übergreifende Wolfsvorkommen und zusammengeführt. Also wie gesagt, die Zahlen, die ich Ihnen gerade genannt habe, da kennen wir so gut wie jedes einzelne Wolfsindividuum. Es gibt da noch ein paar einzelne erwachsene Wölfe und wir können mit ziemlicher Sicherheit sagen, dass wir momentan in Deutschland zwischen etwa 275 und 300 erwachsenen Wölfen haben. Wie man hier zu anderen Zahlen kommt, es war ja vorher von 800 oder 1000 die Rede, darüber kann ich mich immer nur wundern, vor allem wenn ich höre, dass hier irgendwelche Literaturanalysen oder dergleichen zugrunde gelegt wurden.
Was ist mit, und vielleicht auch noch so viel, diese Entwicklung der Wolfspopulation, wie wir sie derzeit haben, ist für ein Tier, was sich in Ausbreitung befindet, ich spreche deswegen auch nicht von einer exponentiellen Entwicklung, ist insoweit normal, diese Zuwachsraten. Es sind Wolfsterritorien, die sukzessive aufgefüllt werden. Der Wolf ist ein territoriales Tier und irgendwann ist da eine endliche Größe erreicht. Also darüber hinaus wird dann kein Anwachsen des Bestandes mehr möglich sein. Zur baltischen und zur Tieflandpopulation. Es handelt sich um zwei getrennte Populationen. Basierend auf genetischen Untersuchungen gehören die Wölfe in Deutschland und in der westlichen Hälfte Polens der mitteleuropäischen Flachlandpopulation an. Die baltische Population schließt sich in Polen in östlicher Richtung an. Der Austauschgrad zwischen diesen beiden Populationen ist trotz einzelner wandernder Wölfe zwischen beiden Gebieten gering und das ist auch durch entsprechende genetische Untersuchungen belegt. Zum Erhaltungszustand ist im Übrigen zu sagen, dass sich dieser, ich komme jetzt leider an das zeitliche Limit, dass sich dieser eben nicht nur an einer bestimmten Zahl bemisst, sondern europaweit anhand verschiedener Kriterien vorzunehmen ist. Das ist neben der Populationsgröße eben auch die Größe und die Qualität des Habitats und die Zukunftsaussichten. Und wie würde es aussehen, was eben Mittel für den Herdenschutz betrifft im Gesetz? Es besteht ja in Wolfsgebieten bereits die gesetzliche Pflicht zur Durchführung von Herdenschutzmaßnahmen. Haltungseinrichtungen müssen so ausgestattet sein, dass die Tiere so weit wie möglich vor Beutegreifern geschützt werden. Und die für Tierschutz zuständigen Landesbehörden können auch die Verwendung wolfsabweisender Zäune anordnen. Um weiterhin die Weidetierhaltung in Wolfsgebieten zu ermöglichen, ist essentiell, dass Herdenschutzmaßnahmen entsprechend finanziell gefördert werden. Das bedarf allerdings nicht unbedingt einer bundesgesetzlichen Sonderregelung. Es käme auch eine flexiblere Regelung, etwa als Verwaltungsvorschrift, in Betracht. Das wäre einfacher umzusetzen und zudem auch sehr viel flexibler handhabbar. Und damit Schluss mit Blick auf die Zeit. Ja. Danke, Frau Dr. Jessel. Als nächster Fragestellender der Abgeordnete Hilse, nehme ich an. Sie sagen es. Dankeschön. Danke, Herr Vorsitzender. Meine Frage geht an Herrn Gerhardt. Also, Sie hatten vorhin die IUCN-Definition des günstigen Haltungszustandes erwähnt. Wenn Sie darauf noch mal eingehen würden und dann auch noch mal, Frau Professor Dr. Jessel hat ja wieder genau in die Kerbe geschlagen, aber genau das gemacht, was auch das Bundesumweltministerium ständig macht. Die versuchen sich da rauszulavieren, wenn man nach einem günstigen Erhaltungszustand fragt. Und der Bürger, der draußen mit Wolfen konfrontiert ist, der fragt nicht danach Gebiet und Prognose, sondern der will einfach von der Regierung und den Ministerien eine Zahl haben. Wäre es aus Ihrer Sicht erstens nicht besser, wenn, das ist das Erste, also aus meiner Sicht ist es wichtig, diese Zahl zu nennen, bis, oder in welcher Kategorie, handelt es sich um 500, um 1000, 10.000, 20.000, 100.000 Wölfe, wo dann endlich mal der günstige Haltungszustand erreicht ist. Und dann verwirren draußen die Menschen natürlich auch diese Zahlen ständig, Rudel, erwachsene Tiere und so weiter und so fort. Ich glaube, es wäre besser, ich denke mal, da werden Sie mir recht geben, wenn Sie mal kurz eingehen könnten darauf, dass man einfach sagt, okay, hier in Deutschland leben so und so viele Tiere. Unabhängig davon, ob es Einjährige sind, ob es Welpen sind, ob es erwachsene Tiere sind und so weiter. Also wenn Sie mir die Frage erstmal beantworten. Ja, ja, natürlich. Ja, vielen Dank. Das ist eine sehr komplizierte Frage, aber sehr spannend. IUCN, das ist sozusagen die Beratungsstiftung oder Beratungsorganisation für die europäische Regierung. Und IUCN hat damals festgelegt, dass wir für eine isolierte Population, wir sprechen von einer isolierten Population, 1000 adulte Tiere gebrauchen. Aber wir haben keine isolierte Population hier in Deutschland. Das ist genetisch nachgewiesen und da widerspreche ich BFN. Es ist widerlegt worden bzw. nachgewiesen worden, dass wir einen Migrationsaustausch haben von spanischen Wölfen, die hierher kommen, von italienischen Wölfen. Wir haben Wölfe aus Russland. Und merkwürdigerweise spricht man hier immer noch von einer isolierten Population. Meine Damen und Herren, das ist fachlich eine Lüge und das ist fachlich absolut falsch. Sie müssen sich Folgendes vorstellen. Wir haben hier in Deutschland keine isolierte Population. Für
IUCN hat dann auch dazu gesagt, wenn wir eine demografisch übergreifende Population haben, und das ist diese europäische, baltische Population, die geht praktisch westlich vom Ural bis nach Irland, geografisch betrachtet. Und in diesen Ländern lebt dieser Canis lupus lupus, das war dieser Wolf, den wir mal früher im Mittelalter hier hatten, der hier ausgerottet worden ist. Und diese Population als Gesamtfläche müsste im Prinzip 250 adulte Wölfe haben. Wir haben aber westlich vom Ural bis nach Irland 47 EU-Staaten. Das heißt, wenn wir das jetzt mal nach diesem Schlüssel aufteilen, durch 47 wären das 5,3 Wölfe für Deutschland. Das heißt also, diese absurden Zahlen, die wir jetzt hier haben von BFN mit 330 Wölfe oder halt mit irgendwelchen 1000 Wölfen, das ist an den Haaren herbeigezogen, das ist Statistikfälscherei. Und wir haben in der Realität, um das auf Ihre Frage zurückzukommen, eine Schätzung, wir haben keine genauen Zahlen, aber wir haben eine Schätzung zwischen 1500 Wölfen und 2000 Wölfen hier in Deutschland. Vielen Dank. Gut, dann gehe ich mal ganz kurz darauf ein, noch, was Sie gesagt haben, weil ich ja noch Zeit habe. Frau Patt hat ja Ihnen recht gegeben, dass man ja gar nicht so richtig weiß. Sie hat natürlich aus einer anderen Richtung quasi das Pferd aufgezogen, weil man nicht richtig weiß, wie viele Wölfe wir haben. Könnte man sozusagen den günstigen Erhaltungszustand letztendlich auch, bräuchten wir über diesen letztendlich noch nicht sprechen. Aber andererseits, wenn ich Sie richtig verstanden habe, ist es ja, Sie gehen davon aus, dass es auch viel, viel weniger sein könnten, als wir vermuten. Andererseits könnte man natürlich davon ausgehen, dass es mehr sind, als wir vermuten oder als das BFN vermutet. Sodass, wie kann man das auflösen? Also wie wird das in anderen Ländern gemacht, aus Ihrer Erfahrung heraus, dass man Wölfe überhaupt erstmal zählt? Also damit man weiß, wie viele Wölfe überhaupt in diesem Gebiet leben. Ja, also im Prinzip eine statische Zahl, die Wölfe zu zählen, das ist tatsächlich ein bisschen schwierig, weil da hat Deutschland gescheitert seit 20 Jahren, um diese genauen Zahlen festzustellen. Was ja viel einfacher wäre, wäre diese Wolfsreviere, diese Rudelreviere zu zählen. Und wir haben statistisch eine Zahl von ungefähr 10 bis 12 Wölfen pro Rudel. Also es wäre eigentlich viel sinnvoller, eine Rudelanzahl zu bemessen. Und auch da hat die Knauer-Studie damals, die wurde damals, wenn ich das richtig verstanden habe, von BFN damals in Auftrag gegeben, da wurde festgelegt, dass man Deutschland aufteilt für 440 Rudel. Das ist natürlich eine Katastrophe, wenn wir 440 Rudel nehmen und das mal 12 Wölfe nehmen, dann kommen wir auf eine Wolfszahl, das würde einer Wolfsplage entsprechen. Das ist das, was mein Kollege Herr Bayer vorhin aufgezählt hätte, dann hätten wir wahrscheinlich in ein paar Jahren irgendwo um die 20.000 Wölfe. Also hier beißt sich wirklich die Katze in den Schwanz. Das heißt, die Politiker, und das kann ich Ihnen nur dringend nahelegen, dass sie sich mal über diese Bestandszahlen generell Gedanken machen. Wir haben, Herr Gerhard, zum Beispiel, Sie müssen zum Schluss kommen. Ja, danke. Bitte. Wir haben hier in der Lausitz zum Beispiel eine Flächendeckung, die maximal 100% liegt. Und das ist jetzt schon eine Plage. Vielen Dank. Dankeschön. Als nächste Fragestellerin Frau Skudelny. Ja, meine Fragen gehen wieder an Herr Bayer. Herr Bayer, die Frau Professor Jessel hat vorhin gesagt, wenn sie hört, dass manche statistischen Zahlen aus Büchern hochgerechnet sind. Ich denke, es geht ein Stück weit in Ihre Richtung mit diesen 36% Populationszuwachs und die Zahlen, die Sie genommen haben. Ich möchte Ihnen die Gelegenheit geben, einfach darauf noch mal zu reagieren. Dann haben wir vorhin vom Herrn Lenkert gehört, dass in Schleswig-Holstein, ich glaube, 5 Risse waren von Wölfen im Vergleich zu 70 von Hunden. Wir haben aber auf der anderen Seite gehört, dass vom Dr. Völl war das, dass in Brandenburg die Zahlen einfach deutlich, was die Wolfsrisse sind, deutlich gestiegen sind. Meine Frage wäre, ist die Betrachtung, die wir im Moment machen, auf Bundesrepublik einheitlich richtig oder muss man deutlich vielleicht bei den Gebieten unterscheiden? Und dann noch mal eine Frage zur Bürokratie, die Sie am Ende Ihrer letzten Wortmeldung
gehabt haben. Welche bürokratischen Hürden müssen wir denn reduzieren, damit wir tatsächlich ein Wolfsmanagement haben, das sich auch entsprechend umsetzen lässt? Und meine weitere Frage bezieht sich auf einen Fall, den ich gesehen habe. Das waren jetzt keine professionellen Weidetierhalter, sondern das war eine Reiterin, ne, Gruß nach oben, das war eine Reiterin, deren Fohlen gerissen worden ist, die total auf sich alleine gestellt war und am Ende überhaupt nicht mehr wusste, an wen kann ich mich denn mit meinem Schaden wenden? Und am Ende hieß es ja, wenn es ein Hybrid war, dann hast du sowieso keine Chance. Was müssen wir denn machen, um hier wirklich eine Akzeptanz an der Basis bei den Menschen zu bekommen? Einmal in den Bundesländern, die stark betroffen sind, aber vielleicht auch in den Bundesländern, die noch nicht so stark betroffen sind, wo man vielleicht noch an der Akzeptanz arbeiten kann. Der große Wildbiologe Briedermann hat vor vielen Jahrzehnten mittlerweile mal ein Buch veröffentlicht, das den schönen Titel trägt: Der Wildbestand, die große Unbekannte. Daher ist es in der Tat nicht ganz einfach, Wildbestände zu ermitteln. Das trifft übrigens nicht nur auf den Wolf zu, bei Rehen ist das noch viel, viel schwieriger. Dennoch, glaube ich, sollten wir jetzt auch nicht so tun, als würden wir sozusagen im Nebel umherfahren und wüssten nun gar nicht, wie viele Wölfe wir in Deutschland haben. Das ist mit Sicherheit nicht der Fall. Ich will, um das mal zu verdeutlichen, nämlich eigentlich haben Frau Professor Jessel und ich beide jetzt nicht gegenseitig Unrecht. Wir beziehen uns leider nur auf unterschiedliche Zahlen und oder auf unterschiedliche Jahreszeiten. Und das ist genau der Fluch dabei. Wenn Sie auf die Seite des Landesumweltamtes in Brandenburg gucken, dann sehen Sie dort die brandenburgische Wolfsstatistik. Die wird sehr sauber geführt. Das ist übrigens ein Ministerium, das wirklich umweltschutzseitig geprägt ist. Und dort können Sie für das Bezugsjahr 2018, 2019 sehen, 41 Rudel, 8 Paare und Einzelindividuen. Die offizielle Zahl, ich beziehe mich übrigens auf den leider verstorbenen Ulrich Wojcikowski, die offizielle Zahl, um Rudel in Individuen umzurechnen, ist der Faktor 8. Das ist eigentlich auch unumstritten, das ist mehr oder weniger wissenschaftlich anerkannt. Wenn Sie das umrechnen, dann kommen Sie für das Bezugsjahr 18-19 auf 344 Wölfe in Brandenburg. Zählen Sie die 36% dazu, die wir brauchen, um im Jetzt angekommen zu sein, und das ist auch unumstritten, dann leben in Brandenburg 467 Wölfe. Das ist mit Verlaub gesagt übrigens doppelt so viel wie im 11-mal größeren Finnland momentan überhaupt als Gesamtbestand zugelassen werden. Ich will da nur darauf hinweisen, ich will jetzt keine Dreisatzrechnung aufmachen, um den deutschen Wolfsbestand irgendwie zu definieren, den möglicherweise sinnvollen. Wenn Frau Professor Jessel von 166 erwachsenen Wölfen in Deutschland spricht, ist das richtig? Sie muss nur dazu sagen, dass das die offizielle Meldung an die EU vom Sommer diesen Jahres ist. Und wenn Sie in sehr, sehr lange und umfangreiche Dokumente reingucken, werden Sie feststellen, das sind die Bezugszahlen zum Jahr 2015-16. Rechnen Sie das nach meiner Methode zurück, haben wir beide recht. Wir müssen nur sagen, wann. Und für die Betroffenen zählt nur das Jetzt. Die Betroffenen fahren raus morgens und dann liegen da 8 Schafe, von denen vielleicht 4 tot sind und 4 noch mehr oder weniger sich in einem Zwischenstadium von Leben und Tod befinden, was keinen Spaß macht. Das ist die Wolfsrealität, vor der wir stehen. Und dieser Wolfsrealität müssen Sie sich dringend stellen. Übrigens zu den Rissen. Der Kollege hat recht und ich will dann eben gar nicht widersprechen. Die Schäfer sind die Hauptbetroffenen. Und wir haben ganz andere Probleme in der Schafhaltung. Da sind wir uns völlig einig. Allerdings sind in der Tat in Brandenburg im aktuellen Jahr die Risse an Schafen zurückgegangen, aber bei den Rindern deutlich hochgegangen. Das hat etwas mit der Aufrüstungsspirale zu tun. Wir schützen momentan relativ gut Schafe mit einem gigantischen Aufwand übrigens, mit einem gigantischen Aufwand in Brandenburg. Bei den Rindern geht das aus vielen Gründen nicht und Sie haben es selbst angesprochen, es geht weiter bei den Pferden. Die Fälle liegen mittlerweile auch vor. Es geht um die Frage, wie viele Wölfe sollen es der Eins sein? Wenn wir Wölfe wollen, und ich gehöre zu denen, die sagen, ja, wir sollten auch in der deutschen Kulturlandschaft Wölfe wollen, dann müssen wir die Frage beantworten, so wie das Schweden, wie das Finnland, wie das Rumänien und fast alle Länder auf dieser Welt gemacht haben, wie viel sollen es sein? Und die mit 36% zuwachsen, müssen entnommen werden, sagen Sie von mir aus, wir müssen sie totschießen. So einfach ist es. Danke, Herr Bayer. Als nächster Fragender der Abgeordnete Ralf Lenkert.
Ja, vielen Dank. Ich will mir noch mal ganz kurz ein paar Korrekturen machen. Es gibt keine 47 EU-Staaten, sondern nur 28 oder 27. Und 440 Rudel mit 12 Tieren ergibt 5.200 etwa und nicht 20.000 Tiere. Nur mal so kurz zur Mathematik. Und doch, es waren EU-Staaten. Und das ist also ein ganz einfacher mathematischer Zusammenhang. Der wird natürlich gern außer Kraft gesetzt, wenn man etwas skandalisieren möchte. Jetzt die Frage an Frau Patt als erste Frage. Und zwar ganz kurz die Frage, wenn die Bundesregierung deutlich höhere Weidetierprämien zahlen würde, wenn die Bundesregierung Herdenschutzmaßnahmen wie Herdenschutzhunde finanzieren würde und wenn die Entschädigungszahlung innerhalb von 3 Monaten erfolgen würden und sehr unkompliziert wären, dann wäre die wirtschaftliche Not für die schafhaltenden und weidetierhaltenden Betriebe, egal was sie halten, und auch Einzel-Hobbyleute wesentlich geringer. Und dann wäre doch demzufolge ein Wolfsabschuss gar nicht mehr so gerechtfertigt und nach EU-Recht dann de facto nicht mehr möglich. Ist das korrekt? Ich bin. Also es wäre zumindest einiges getan, damit die soziale Akzeptanz des Wolfes endlich gefördert worden wäre. Man hätte Maßnahmen, die überfällig sind, längst umgesetzt. Und wenn es jetzt darum geht, dann wäre ein Abschuss nicht mehr notwendig. Ich glaube, dann könnte man zumindest sagen, wenn umfassender Herdenschutz betrieben würde, hätte man eine völlig neue Situation. Denn umfassender Herdenschutz nach europäischen Standards heißt ja auch nicht Herdenschutz, wie er aktuell gelebt wird in Deutschland. Denn wenn man sich die einzelnen Wolfsverordnungen anschaut, haben die ja sehr unterschiedliche Standards. Wie hoch muss denn ein wolfsabweisender Zaun sein? Und nach europäischen Standards, was ja für uns der Mindeststandard ist, müssen wir uns nach diesen auch richten. Und wir können erst davon ausgehen und sagen, wirkt der Herdenschutz, wenn wir den auch tatsächlich so, wie er von der EU vorgegeben wird, gelebt wird. Und da glaube ich schon, dass wir dann eine ganz andere Situation hätten. Dann würden nicht mehr so viele Nutztiere gerissen. Da gibt es zahlreiche Studien zu, die auch herangezogen werden müssen. Denn alles, was wir tun, muss ja immerhin auch wissenschaftlich belegt sein. Das ist ein weiterer Punkt, den der EuGH noch mal ganz deutlich gesagt hat. Und ein Punkt, den ich hier noch überhaupt nicht mitbekommen habe. Wo sind denn die Studien, die all die Behauptungen, die hier aufgestellt werden, die auch tatsächlich wissenschaftlich belegen? Und ich glaube, wenn wir die Standards mal alle einhalten, würden wir bestimmt nicht mehr zu der Frage kommen, ob wir so viele Wölfe schießen müssen. Ja, dann hätte ich noch mal eine Frage an Frau Professor Jessel. Könnten Sie noch mal die Zahlen genauer erläutern? Weil erst wurde gesagt, dass Ihre Differenzierung nach Rudeln, nach Pärchen und Einzelwölfen wäre falsch. Dann wurde gleichzeitig vom Sachverständigen wiederholt, dass man das eigentlich nur nach Rudeln machen kann. Vielleicht erläutern Sie noch mal kurz, ich schüttelte vorhin den Kopf, die Zahlen aus Ihrer Sicht zu den Wolfsbeständen. Also zunächst mal muss ich sagen, kurz Frau Patt, ich stimme Ihnen vollkommen zu, was den Herdenschutz betrifft. Wir wissen zum Beispiel aus einzelnen Bundesländern wie Schleswig-Holstein und Niedersachsen, dort wo Entschädigungen gegriffen haben, dass es zu Rissen gekommen ist, in einem sehr großen Teil der Fälle wurde eben der empfohlene Schutz nicht eingehalten. Das ist auch bekannt. Zu unseren amtlich bestätigten Wolfszahlen. Nochmal, sie beruhen auf gemeinsamen und anerkannten Monitoringsstandards. Das Monitoring wird von den Ländern durchgeführt. Als eindeutiger Wolfsnachweis zählen Fotos, zählen zum Beispiel genetische Nachweise. Das wird alles geprüft und zusammengeführt. Bei Sichtungen müssen es schon ein paar mehr sein, um das eben nochmal zu verifizieren. Diese Zahlen werden nach Ablauf eines biologischen Wolfsjahres, das hatte ich schon erläutert, erst nochmal genetisch analysiert. Also das ist wirklich sehr, sehr tiefgreifend, was da gemacht wird. Es findet ein gemeinsames Treffen statt von Bund und Ländern, gemeinsam mit den 16 Bundesländern im Boot, wo diese Werte dann zu den amtlich bestätigten Wolfszahlen für Deutschland zusammengeführt werden. Mit Rudelzahlen, mit Individuenzahlen je Rudel zu operieren, ist unseres Erachtens nicht valide, denn ein Rudel kann eine ganz erhebliche Schwankungsbreite haben. Es kann auch mal nur 3 Tiere umfassen, es kann 12 Tiere umfassen. Es ist mit Durchschnittswerten hier zu arbeiten, ist insoweit nicht zielführend, weil wir wissen, dass Wolfswelpen eine sehr hohe Mortalität haben. Wir können zudem dort, wo wir über Fotokameras arbeiten, auch gar nicht jedes einzelne Individuum bei den Jungtieren erfassen. Wenn Sie da so ein paar Rumwuseln sehen, können Sie häufig nicht sagen, sind das jetzt 3 oder 4. Und ich hatte ja auch schon ausgeführt, das, was eigentlich maßgebend ist, und das geht wieder in die Richtung Herdenschutz, das A und O ist ein wirksamer Herdenschutz und das A und O sind deshalb auch die Territorien, die besetzt
besetzt sind durch Wolfsrudel und wo man eben schauen muss, wie man hier einen vernünftigen Herdenschutz räumlich hinbekommt. Alles andere, sich hier in Zahlen zu versteigen, das ist lediglich Spekulation. Dankeschön, Frau Dr. Jessel. Als nächste Fragende die Abgeordnete Steffi Lemke. Ja, bevor wir jetzt alle rausgehen und Wölfe zählen, trage ich mal noch aus meinem Bundesland Sachsen-Anhalt die eigentliche Problemzahl nach. Denn die Wolfsangriffe und Risse sind ja das Problem und wie alle Sachverständigen betont haben, nicht die schiere Existenz des Wolfes. Wir hatten in Sachsen-Anhalt 2017 71 Übergriffe und 179 tote Tiere. Damit mich niemand falsch versteht, das ist nicht banal, 179 tote Tiere. Ich weiß, wie sich ein totes Kalb anfühlt und wie das aussieht. Das ist definitiv nichts, was man auf die leichte Schulter nehmen kann. Aber 2018 gab es 56 Wolfsangriffe und immer noch 174 getötete Tiere, also zusammensummiert über die verschiedenen Arten, Schafe, Ziegen, Rinder, Gatterwild, obwohl im gleichen Zeitraum die Wolfsanzahl angestiegen ist. Für 2019 liegen noch keine abschließenden Zahlen vor, aber sie werden in der gleichen Größenordnung wie 2018 sein. Das heißt, auch hier hat Herdenschutz gegriffen, ist im Übrigen die öffentliche Diskussion inzwischen eine in weiten Teilen sehr sachliche und vor allem lösungsorientierte. Das ist mein Hauptpetitum, was mich an der Debatte immer wieder stört. Und deshalb geht es mit Entschädigung und Herdenschutzmaßnahmen dort voran. Die Fragen, die sich für mich daraus noch mal ableiten an Herrn Krämer. Erstens, das Ziel des Gesetzentwurfs ist Rechtssicherheit bei der Erteilung von Ausnahmen von den artenschutzrechtlichen Zugriffsverboten zu erhöhen. Sehen Sie dieses Ziel des Gesetzes mit dem vorliegenden Gesetzentwurf als erfüllt an oder als verfehlt an? Das ist die eine Frage. Und die zweite, ich weiß gar nicht, ob Sie sie beantworten können, aber ich versuche es mal. Der Problemwolf GW924M aus Schleswig-Holstein, für den jetzt seit Januar eine Abschussgenehmigung vorliegt, die dreimal verlängert worden ist, sehen Sie irgendeinen Punkt in diesem Gesetzentwurf, der den Abschuss dieses Wolfes in Zukunft erleichtern könnte gegenüber dem heutigen Ist-Zustand? Das meinte ich mit lösungsorientiert. Also ich will mal von hinten sagen, der Problemwolf als solcher ist mir jedenfalls in seiner Bezeichnung bekannt, dass es ihn dort in Schleswig-Holstein gibt. Ich sehe aber nicht, dass mit dem jetzigen Gesetzentwurf überhaupt irgendetwas verändert werden würde gegenüber der Handhabung dieses Problemwolfes, weil er ja unter keine der Kategorien fällt, die jetzt hier tatsächlich angesprochen werden sollen. Das ist jedenfalls die Auskunft, die ich von den Naturschutzkolleginnen aus Schleswig-Holstein bekommen habe. Wie es konkret aussieht, kann ich Ihnen aber nicht sagen. Ich kann aber etwas zu der Frage der Rechtssicherheit sagen, weil das ja ein Thema ist, das uns als Juristen natürlich immer interessiert, wenn man einen neuen Gesetzentwurf bekommt. Und die Erhöhung der Rechtssicherheit war ja eines der erklärten Ziele des Gesetzentwurfs. Und er geht genau in die gegenteilige Richtung. Und das ist nicht etwa, weil ich diesen Gesetzentwurf aus einer bestimmten Richtung heraus beurteile, sondern schlicht deshalb, weil dieser Gesetzentwurf eine Zunahme von unbestimmten Rechtsbegriffen enthält, die tatsächlich nicht klärungsfähig sind. Der Begriff des ernsten Schadens, wie er ja jetzt verwendet werden soll in der Änderung des 45 Absatz 7 Satz 1 Nummer 1 BNatschG, ist hinsichtlich der reinen Begriffsänderung von erheblich auf ernst grundsätzlich kein Problem, weil erheblich ist genauso klar definiert wie der Begriff Ernst. Und natürlich kann man die Rechtsprechung des EuGH, der ja den Begriff des ernsten Schadens auch anwendet, kann man natürlich grundsätzlich heranziehen. Was der EuGH aber sagt, und das ist das, womit ich mich nochmal wiederhole, ist, dass er sagt, es reicht nicht, wenn ein Begriff aus der FFH oder Vogelschutzrichtlinie in nationales Recht umgesetzt wird, sondern im nationalen Recht muss der Begriff konkretisiert werden. Und das ist er eben gerade nicht. Also ist Rechtssicherheit nicht erhöht worden damit. Es hat sich auch nichts verändert. Es ist genauso schlecht, wie es vorher war, was diesen Begriff angeht. Was die Regelung in 45a Absatz 2 angeht, ist es allerdings eine deutliche Erhöhung der Rechtsunsicherheit und nicht der Rechtssicherheit. Und das ist ja schon mehrfach angesprochen worden, was vor allem problematisch ist, nämlich die Frage, was ist eigentlich der enge räumliche und zeitliche Zusammenhang mit dem Riss?
Ich schaue ja, wenn ich ein neues Gesetz auf den Tisch bekomme, dann gibt es ja nie kein anderes Material als die Gesetzesbegründung und möglicherweise Protokolle eines solchen Ausschusses oder Ähnliches, wo man dann sehen kann, was hat sich der Gesetzgeber für Gedanken darüber gemacht. Er hat sich zumindest erkennbar keine Gedanken darüber gemacht. Es gibt in der Gesetzesbegründung, wenn ich nichts übersehen habe, nicht einen einzigen Hinweis darauf, wie der Begriff des engen zeitlichen Zusammenhangs auszulegen ist. Und deshalb handelt es sich rechtstheoretisch jedenfalls um ein Gesetz zur Erhöhung der Rechtsunsicherheit und nicht der Rechtssicherheit. Gut. Herzlichen Dank nochmal für die Antwort. Mit Blick auf die Uhr, uns liegt noch eine Wortmeldung definitiv vor von der Abgeordneten Damerow. Die sollten wir also auf jeden Fall noch vornehmen und auch die Möglichkeit dazu Antwort einräumen. Wenn Sie einverstanden sind, würde ich ansonsten zum Schluss gerne kommen wollen. Oder ich meine, mit Blick auf die Uhr gibt es noch eine Frage. Ich frage dann einfach mal, es muss aber dann auch sehr kurz sein, weil wir Frau Lemke auch noch. Herr Lenkert nicht, Sie auch? Gut, dann müssen wir es alles sehr schnell machen. Also das heißt, wir haben jetzt ungefähr... Eigentlich 2 Minuten. Jeder 2 Minuten. Geht nicht anders dann. Frau Damerow. Gut, danke, Herr Vorsitzender. Dann spare ich mir jeden Schlenker und möchte Herrn von Massow ganz gerne fragen. Sie hatten vorhin nicht so sehr viel Zeit, sich noch mal ausführlicher zu äußern, zu Ihrer eigenen Einschätzung, wie Sie das Thema der Ausnahmen, der Möglichkeit der Ausnahmen im Verhältnis zur EU-Gesetzgebung sehen. Vielleicht möchten Sie das jetzt noch einmal nachholen, das würde mich interessieren. Ja, vielen Dank. Also die Ausnahmen, die jetzt hier vorgesehen sind, oder die Änderung des § 45 Absatz 7 Satz 1 Nummer 1 Bundesnaturschutzgesetz setzt eben die Ausnahmen, die für die Schäden zur Verhütung von Schäden gemacht sind, um. Und das ist durchaus zulässig. Es gibt in der FFH-Richtlinie 5 Ausnahmegründe, die genannt werden. In der Vogelrichtlinie ist etwas anders aufgeteilt, aber es gibt im Wesentlichen ähnliche Ausnahmegründe. Was jetzt gar nicht umgesetzt ist, das ist das, worum es in dem Verfahren wegen Finnland ging. Dort ist es, wird also die Möglichkeit, ohne ein bestimmtes Ziel der Entnahme zu nennen, gibt es ebenfalls die Möglichkeit, Ausnahmen vom strengen Schutz zuzulassen. Der EuGH lässt durchblicken, das ist irgendwo auch nachvollziehbar, dass ein gewisser Grund für eine Entnahme auch da sein muss, weil es weil es begründet werden muss, die Entnahme. Aber es muss dort nicht verlangt werden, dass beispielsweise konkrete Schäden verhindert werden. In dem finnischen Verfahren ging es darum, dass die Akzeptanz erhöht werden sollte, indem die Wildereigefahr gesenkt wird, also um die Wildereigefahr zu senken. Und das hat der EuGH grundsätzlich für zulässig erklärt. Es waren nur andere Bedingungen, an denen es dann scheiterte. Und insofern ist klar geworden, der Grund ist zulässig, aber die Anforderungen sind da sehr hoch. Und genauso wäre auch, wenn der Bestand es zulässt, einfach eine Quotenbejagung, wie es in Schweden derzeit zwar nicht, aber grundsätzlich auch praktiziert wird, wenn der Bestand es zulässt. Das ist nach der FFH-Richtlinie durchaus zulässig. Dankeschön, Herr von Massow. Herr Träger, Sie verzichten, glaube ich. Dann wäre als nächster Herr Hilse dran. Ja, meine Frage geht mal ausnahmsweise an Herrn Dr. Füll. Ich war zu einigen Podiumsdiskussionen, aber auch bei Treffen mit Schäfern und so weiter und so fort. Und hier wird ja immer wieder mal der Eindruck erweckt, als ob es den Schäfern und den Weidetierzüchtern letztendlich ums Geld geht. Ne? Also die wollen einfach ihr Geld zurückhaben. Ich habe immer wieder gehört, und das ist auch mein Eindruck, dass es hier weniger ums Geld geht, also auch um die wirtschaftliche Existenz, aber das ist eben bei diesen Tieren, wenn da gibt es einen Weidetierhalter, der hat das Tier unter Umständen auf die Welt gebracht, war zumindest dabei, hat es aufwachsen sehen. Bei einigen Tieren musste man vielleicht sogar nachhelfen, weil sie quasi nicht normal gesäugt werden konnten und so weiter und so fort.
Wie schätzen Sie das ein, jetzt als Vertreter Ihrer Zunft? Geht es hier ums Geld oder geht es vorrangig oder auch vor allen Dingen zu einem großen Maße um Emotionalität, wenn man die Tiere früh halb tot auf dem Feld findet? Wenn ich Ihnen sage, dass 80% der Schafhalter weniger als 20 Tiere halten und der überwiegende Teil der Schafhaltung oder der Zucht in den Kleinstbetrieben stattfindet, wenn ich Ihnen sage, dass gerade die vom Aussterben und gefährdeten Rassen in den Kleinstbetrieben betreut wird, hängt dann eine ganze Menge Herzblut dran. Insofern ist das sicherlich der falsche Eindruck, dass die Betriebe, die Haupterwerbsbetriebe, damit natürlich ihre Familien ernähren wollen, ist eine Selbstverständlichkeit. Aber jedes Mal, wenn Übergriffe stattfinden, und das will ich auch noch sagen, es wird ja nicht jeder Übergriff auch gemeldet. Viele Kleinstbetriebe, die melden das erst gar nicht. Die schauen sich das ein, zwei Mal an und dann hören sie einfach auf. Und das ist die Frage, wollen wir das einfach in Kauf nehmen, sollen wir dieses Schweigen einfach hinnehmen oder wollen wir nicht hier ein bisschen stärker Unterstützung geben? Also ich kann das voll unterstützen. Es geht ja nicht ums Geld. Bisher haben wir noch nirgendwo eine 100%ige Erstattung, geschweige denn die Erstattung des Arbeitszeitaufwandes. Durch die zukünftige Beschlussfassung jetzt der GAK-Mittel hoffen wir mal, dass da zumindest hier das einigermaßen ausgeglichen wird. Vielen Dank. Danke. Dankeschön. Als nächster Herr Busen. Ja, vielen Dank. Also ich habe jetzt mal wieder ganz deutlich festgestellt, wie Theorie und Praxis himmelweit auseinandergehen. Dass der Wolf eine Gefahr in Deutschland ist, das haben wir ja gehört, nicht nur für die Biodiversität, sondern auch für die gesamte Weidetierhaltung und auch irgendwann für den Menschen. Das Gesetz, muss ich sagen, das ist so ein Hilfsversuch, um so zu tun, als wir machen irgendwas jetzt, damit wir den Wolf irgendwie in Schach halten können. Also mehr habe ich daraus nicht jetzt erfahren können, weil die Anregung von Herrn Krämer kann ich gut nachvollziehen. Das muss wesentlich konkreter werden. Und dann eine Frage an Herrn von Massow. Bei Problemwölfen wird ja wohl die Jägerschaft gebeten werden, einen Wolf zu schießen. Also die Jäger sind nicht verpicht darauf, Wölfe zu schießen. Aber sie werden da wohl als Jagdausübungsberechtigter dazu einbezogen werden. Wie müsste man den Identitätsschutz gewährleisten? Weil heutzutage werden da auch Jäger angefeindet, Wolfsromantiker im Netz und auch draußen auf der Straße. Wie könnte man das regeln? Ja, vielen Dank. Also die Erfahrung in Niedersachsen und Schleswig-Holstein, die ja gemacht werden dort mit den Problemwölfen GW 924M in Schleswig-Holstein und GW 917M in Niedersachsen, zeigen, ohne die Jäger geht es nicht dabei. Man hat diese Erfahrung vor allem in Niedersachsen gemacht, wo schon sehr lange versucht wird, diesen Wolf zu entnehmen, bisher nicht erfolgreich. Das liegt unter anderem daran, dass auch dort aktiv dagegen gearbeitet wird von interessierten Kreisen und Gruppierungen, die versuchen, das zu verhindern. Da wäre denkbar, dass zum Beispiel auch beispielsweise das Betretungsrecht eingeschränkt wird, um hier die Entnahmen abzusichern. In Schleswig-Holstein hat man von vornherein einen anderen Ansatz gewählt. Man hat die Jagdausübungsberechtigten ermächtigt, dort einzugreifen, eine Allgemeinverfügung erlassen. Das hat sich jetzt dadurch erledigt, dass der Wolf jetzt in Mecklenburg-Vorpommern gesichtet wurde und also gar nicht mehr vor Ort ist. Aber dieses Beispiel zeigt eben doch, ohne die Jäger geht es dabei nicht. Und wir werden irgendwann an den Zeitpunkt kommen, wo das immer wichtiger wird. Dankeschön. Herr Lenkert verzichtet. Dann wäre die letzte Fragestellerin Frau Steffi Lemke. Ja, weil ich keine Romantikerin bin und mich an der Realität orientiere, möchte ich gerne bei Herrn Gellermann noch mal den Versuch starten, ob Sie was zum Problemwolf beitragen können, in der Frage, ob der Gesetzgeber irgendwas tun kann, diesem Wolf jetzt habhaft zu werden. Sehen Sie irgendeine juristische Möglichkeit, den Abschuss dieses Problemwolfes aus Schleswig-Holstein, wo meines Wissens nach 175 Personen tötungsberechtigt sind, kann der Gesetzgeber irgendwas beschleunigen, irgendwas verbessern, damit man diesen wirklichen, in der Realität rumlaufenden Problemwolf jetzt endlich schießen kann? Also zum konkreten Fall kann ich Ihnen gar nicht sagen, den kenne ich nämlich in seinen Details gar nicht. Aber eines ist mal klar, was der Gesetzgeber machen kann, ist vernünftige Gesetze. Und das, was wir heute gesehen haben, fällt nicht in diese Kategorie. Herr Krämer hat das eben schon sehr deutlich gemacht.
Es wird schwieriger, wenn man solche Regelungen hat. Und ich darf Ihnen versichern, da man zudem noch erhebliche unionsrechtliche Probleme hat, gibt es in der Praxis massive Schwierigkeiten. Also entweder wäre mein Vorschlag, man macht eine Sonderregelung für den Wolf, die dann aber auch wirklich trägt und für die Praxis vollziehbar ist, oder man lässt die Finger von dem Gesetz. Ja, danke schön. Dann, damit kommen wir dann zum Ende der heutigen Sitzung und der Anhörung zum Gesetzentwurf der Bundesregierung, zweites Gesetz zur Änderung des Bundesnaturschutzgesetzes. Ich möchte mich insbesondere bei allen Sachverständigen noch mal herzlich bedanken und auch bei den anderen Beteiligten für die Disziplin, und die wir heute an den Tag gelegt haben, sodass wir die Sitzung sogar einige Minuten vor dem eigentlichen Abschluss schon beenden können. Ich wünsche Ihnen allen noch einen schönen Abend, und der Umweltausschuss wird am kommenden Mittwoch wieder zusammenkommen. Schönen Abend noch.